Also Dani, ich habe meine Kühlschranktür übrigens immer noch geschlossen. Also sagen wir mal, ich versuche ja immer überall das Gute zu sehen und dementsprechend sage ich mal so, endlich verstehen diese auswärtigen Menschen in meinem Leben, also Menschen aus Indien oder sonst woher, die verstehen jetzt endlich den Begriff Aprilwetter. Denn ich weiß ja nicht, wie es im Rest von Deutschland so ist, aber wir haben hier Sonnenschein, 3 Minuten später eiskalten Wind, dann fällt Regen, der wird dann zu Schnee, der wird dann zu Hagel, der donnert dann plötzlich von vorne gegens Fenster. Und naja, knirscht unter den Schuhen und der fällt mir halt auch in den Nacken, weil ich dann immer wieder vergesse, dass ich ja noch eine Kapuze habe und wenn ich die dann überwerfe, dann, ach, Luft. Schön nochmal wach Ach, werden. herrlich, Ja, genau. also die letzten Juhu! Tage waren echt ganz schön stürmisch. Was es mir übrigens deutlich erleichtert hat, nicht vor die Tür zu gehen. Deswegen habe ich mir erstmal einen schönen Harry Potter Rewatch gegönnt. Fast jeden Abend habe ich mir einen neuen Teil angesehen. Ohohoho. So, mal davon abgesehen, dass die Filme wirklich erstaunlich gut gealtert sind, muss ich ganz ehrlich sagen, Azkaban ist und bleibt einfach mein Lieblingsteil. Es ist, finde ich, der beste von allen. So, und dann noch ganz kurz bei mir, Garten, auch wenn das Wetter schlecht war, ich musste jeden Abend ganz kurz in den Garten zu gucken, ob das Gewächshaus noch steht, weil es nicht wirklich sturmfest ist. Und sowohl meine kleine Schwester als auch ich waren jetzt irgendwie an unterschiedlichen Abenden da und haben dann mal wieder Kunststoffplatten bei den Nachbarn aus dem Garten fischen müssen, weil die einfach weggeflogen sind. Aber dafür knallen dann auf jeden Fall bei uns die Frühblüher, Tulpen, Narzissen und so weiter, sind alle wunderbar da. Das bringt dann trotzdem ein bisschen gute Laune bei dem Schiedwetter. Ja, ich habe ja Fotos gesehen. Ne? Bei dir grünt und blüht ist ja tatsächlich richtig, richtig schön. Ich bringe auch irgendwann, mal müssen wir mal uns abpassen, dass ich die Liegestühle vorbeibringe. Ja, stimmt. Ja, bei mir war eigentlich, das ist ja das Lustige, wenn man sich jede Woche jetzt plötzlich wieder wenigstens Audio trifft. Vergleichsweise wenig war los, muss ich mal sagen. Die Woche war aber trotzdem echt schnell vorbei. Ich war arbeiten, dann habe ich irgendwas erledigt. Meine Mama war da oder sowas, bin ich aufs Sofa, dann habe ich mit den Katzen gekuschelt und dann habe ich gepennt. Ich hatte diese Woche auch tatsächlich meine allererste Therapiesitzung, gesehen davon, dass es ein Riesenchaos war, sie zu finden auf diesem ganzen Gelände, weil mit dem Nachnamen meiner Therapeutin gibt es leider 2 Personen auf dem Gelände, weswegen man mich in die Kinder- und Jugendtagesklinik geschickt hat Da und passt ich ja auch gut hin, Dani. extra fragte, so mit, ich bin Mitte 40, aber sie, ja, da müssen Sie hin. Na gut, dann stand ich da halt im Regen, meine Finger waren arschkalt und irgendwann kam der Anruf mit, wo sind Sie denn? Ja, vor Haus 9, aber Sie müssen doch in Haus 4. Danke. Aber was schön war, ja, ich habe ganz schön viel getwittert, weil wenn man auf dem Sofa liegt, ne, ich habe über Leute gepöbelt, die meinen, dass das mit dieser Eigenverantwortung voll gut funktioniert. Spoiler aus dem Dienstleistungsbereich. Und gute Sache, wir haben uns, ne, Alex und ich waren im Comicbuchladen des Vertrauens und haben ein paar coole neue Sachen eingekauft, denn wir meinen es ja ernst damit, den Comic-Podcast wirklich wieder in den Start zu bringen. Spätestens jetzt, wo der Jura-Podcast wieder da ist. So wollte ich nämlich Grußempfehlung und gerade liebe sagen, ja. Grüße, genau. Aber ich greife vor. Denn es ist Songcheck-Saison und wir haben Gäste und ich sag mal so, die Gäste dieses Mal, über die könnte man echt durch die Bank weg so viele und so spannende Geschichten erzählen, dass wir gar keine Zeit mehr für unsere eigentlichen geplanten Inhalte hätten. Und deswegen fassen wir das jetzt ein bisschen kürzer zusammen. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, wenn ihr meint, dass wir gleich etwas Wichtiges über euch vergessen haben, dann seid ihr dazu aufgefordert, uns das dies direkt gleich mitzuteilen oder einfach nur Hallo zu sagen. Und außerdem fände ich noch spannend, da ja niemand von euch so einen direkten ESC-Podcast oder ESC-Blog-Bezug hatte, sagt uns doch noch ganz fix dazu, was euch mit dem Eurovision Song Contest verbindet. Christoph, willst du loslegen? Ich lege los und ich muss gleich mal direkt sagen, also ich meine, wer bei Becky einen ESC-Kontext irgendwie vermissen vermutet, das ist natürlich völliger Quatsch. Sie gehört eigentlich schon zum Inventar des ESC-Schnacks und natürlich zum Podcast-Tag. Jedes Jahr gibt es von ihr ein ESC-Bullshit-Bingo. Letztes Jahr haben wir nur einen Link bei uns in einen Beitrag reingepackt und das ist bis heute mit Abstand, mit ganz großem Abstand, der meistgeklickte Textbeitrag bei uns auf der Seite. Also es geht in die Tausende. Sie ist leidenschaftliche Podcasterin, zum Beispiel bei den Kulturpessimistinnen, bei Früff, reichlich Randale, nicht rechtlich Randale, reichlich Randale. Außerdem steht Becky, wie nur wenige, sehr stark für den Begriff Powerment, nicht nur Empowerment. Sorry, da hat Empowerment. mein Dani hat Dienstag wieder was falsch beendet. geschrieben hier. Nicht Nein, nur mein bei der Text-to-Speech. öffentlichen Darstellung der Geschlechter, sondern auch, wenn es darum geht, dass Gruppen, die gar nicht mal so klein sind in der öffentlichen Wahrnehmung, marginalisiert oder totgeschwiegen werden. Liebe Becky, herzlich willkommen.
Ach, ich freue mich, das ist ja eine sehr schöne Vorstellung. Vielen Dank. Ich habe richtig Bock heute hier auf ESC und für alle, die schon warten, das Bingo kommt dann natürlich erst ein bisschen zeitnah vor dem tatsächlich stattfindenden ESC. Aber es kommt auf jeden Fall wieder. Wer weiß auch überhaupt, was da so reingehört. Wir wissen es ja noch alles gar nicht, ne? Richtig. Christopher sitzt an deiner Seite. Den kenne ich zunächst eigentlich nur aus dem Podcasterforum Sendezentrum und natürlich auch von unseren Podcast-Tagen. Sein Twitter-Feed allerdings ist ein unendlicher Quell von Popkulturreferenzen. Das liebe ich ganz, ganz, ganz groß. Aber auch kulinarisch ist es immer wieder eine große Freude, mit ihm, also ihn zu verfolgen, was Christopher da so zaubert. Ja, hallo. Ich freue mich auch, endlich mal dabei sein zu dürfen. Ja, das ist großartig. Was verbindet dich eigentlich mit dem ESC? Rebecca. genau, es war erst eine Immersionstherapie, dass seitdem ich Rebecca kenne, der ESC einer der hohen Feiertage in unserem Jahreskalender ist. Und dieses Jahr habe ich beschlossen, dass das mein Jahr der Musik wird. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, die komplett unmusikalisch eigentlich sind. Aber was man nicht ist, kann man ja werden. Nicht nur das. Du magst auch eigentlich gar nicht so gerne Musik hören. Genau, genau. Aber ich gehe ja jedes Thema dann, wenn ich es angehe, mit einer wissenschaftlichen Neugier an. Und so bin ich auch den ESC angegangen und habe mir erstmal ein großes Textdokument erstellt, wo ich nach und nach jetzt alle ESC-Lieder sortiere und kategorisiere und ranke, sodass ich bis zum Stichtag ein definitives ESC-Ranking bei mir drin habe. Und dann werden wir abgleichen, wie richtig dann die Jury liegt. Und deswegen, ist ESC dieses Jahr ganz groß bei mir. Sehr cool. Kommen wir zum absoluten Gegensatz davon, ne? Also ja, Olli Vogt ist jetzt das vierte oder fünfte Mal dabei. Im echten Leben kümmert er sich allerdings um die Digitalisierung des schönsten Bundeslandes der Welt, Schleswig-Holstein. Ich vermisse ein wenig die Zeit, als Dani mit ihm noch Grüncast hier bei mir im Studio gemacht hat, denn seine ruhige Stimme ist absolut überzeugend. Genauso überzeugend, wie uns heute bestimmt wieder ein paar grandiose Takes zu den ESC-Beitragen machen wird. Außerdem bringt er uns Chorsänger sicherlich auch noch etwas Expertise mit. Zumindest werde ich heute nicht singen. Oh. Hi. Ja, wieder nicht. Ich hatte mir letztes Jahr irgendwie gesagt, bis dieses Jahr kann ich so gut Klavier spielen, dass ich euch live sozusagen vorspielen kann, wie primitiv einige dieser Lieder zusammengesetzt sind. Aber der Lockdown hat mich ein halbes Jahr Klavierunterricht gekostet, der letzte. Deswegen bin ich da noch nicht ganz so weit, wie ich gerne sein wollte. Ich freue mich total, wieder dabei zu sein. Ja, ich glaube, es ist das vierte Jahr oder irgendwie so. Also es ist tatsächlich schon eine ganze Menge Zeit und auch schon mal irgendwie live zusammen und all diese Sachen. Und ich vermisse Grüncast auch ein bisschen und suche immer noch nach einem alternativen Format. Wir werden eins finden, denke ich. Ich bin optimistisch. Ja, genau, so und wir haben heute eine Menge Potenzial für zynische Kommentare. Ja, ich muss übrigens kurz dazu sagen, Dani hat mir ein bisschen in meine Texte reingefuscht, zu Recht. Es waren natürlich wichtige Aspekte, die gefehlt haben, die sie da noch eingetragen hat, aber sie hat das Text-to-Speech gemacht und das ist natürlich, wie wir alle wissen, absolut über jeden Fehler und jeden Zweifel erhaben. Aber jetzt darf sie sich mal um Alex kümmern, der auch heute da ist. Genau. Hallo Alex, das ist der neben mir sitzt und sich gerade mit mir einen Kopfhörer und nachher auch ein Mikro teilt. Aber das kriegen wir alles hin. Wir müssen ja jedes Mal was Neues machen, ne? Alex, der ist für mich der personifizierte Europäer. Der ist geboren und aufgewachsen in Brüssel, hat studiert an der Grenze zu Schottland und in London. Aber eigentlich ist er halb Düsseldorfer und halb Schwabe. Ne? Christoph, Alex und ich, wir kennen uns alle drei von derselben Online-Politik-Plattform im Internet und wahrscheinlich auch ungefähr alle gleich lang. Zumindest kenne ich die beiden ungefähr gleich lang. Ich kenne dich vielleicht einen Tick länger als Alex. Ja, möglich. witzigerweise ist es nun so, dass Alex und ich nun schon sehr viele Jahre in Blickreichweite zu dem Haus leben, in dem Christoph zu genau dieser Zeit mit seiner WG gewohnt hat. Also die Welt ist einfach sehr, sehr klein und wenn wir bei Alex über Podcasts sprechen, dann sind seine ersten Schritte in die Welt des Podcasts genau wie ich beim Kielpot von Henrik Hasemann gewesen, den ich immer wieder versuche, mit ihm zusammen zu reaktivieren. Er sagt mir immer, er hat auch Bock drauf. Irgendwann machen wir das auch. Ich meine, jetzt, wo er schon den Jurafunk reaktiviert hat, ich meine, eben. So, also ich habe ihm letztes Jahr irgendwann mal eine ganz liebe E-Mail geschickt mit, dass ich es schade finde, dass ein Name wie Kielpot halt einfach irgendwie brach liegt und dass wir das da dringend irgendwie mal was machen müssten. Aber der Mann hat halt früher einen Output gehabt wie Sau.
mit täglichen Kielpot-Folgen und ähnlichem. Und jetzt ist er halt in der Klemmbaustein-Lyrik aufgegangen. Das ist natürlich cool. Aber Alex und ich haben inzwischen auch schon einige Folgen des Comic-Podcasts Sprechblase online gebracht. Und es ist geplant, dass wir demnächst diesen Running-Gag auflösen, dass dieser Podcast immer nur einmal im Jahr am Kieler Podcast-Tag aufgezeichnet wird. Was? Der Running-Gag ist eigentlich eher, dass wir immer nur eine Nullnummer aufzeichnen. Stimmt. Das war's. Genau, Alex, du schnappst dir jetzt mal, das hast du schon gut vorgemacht, das Mikrofon und legst los. Ja, ich bin Alex. Die meisten von euch kennen mich ja schon. Und irgendwie wurschtel ich meistens bei irgendwelchen Podcasts im Hintergrund rum, aber bin selten aktiv. Und meinen eigenen bekomme ich trotz sehr viel Equipment, was, wie es sich heute gezeigt hat, auch nicht funktioniert. auch nicht zum Laufen, also ja, auch das wird jetzt anscheinend noch ein Running Gag sein, dass die Technik da ist, aber sie funktioniert nicht. Das kriegen wir in den Griff, wenn Papa Christoph das mal in die Hand nimmt. Wir haben hier ja noch ewig schon so ein P4 rumliegen, das hat halt ewig gebraucht, um zu kommen und dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr, mich darum zu kümmern. Okay. Aber worum ich mich kümmern möchte, die Königin der Überleitung, L, liebe L, L gehört zu den Menschen, von denen man gar nicht wusste, wie sehr sie einem im Leben gefehlt haben, bis man sie endlich kennenlernt. Ups. Das ist das, was mir so einfiel, als ich überlegte, was sage ich denn mal über L? Wir treffen uns zwar nicht häufig, was so ein bisschen auch mit räumlicher Entfernung vor allen Dingen zu tun hat. Du bist immer noch in Düsseldorf, ne? Ja. Genau. Aber diese Treffen, wenn wir uns treffen, das wird jedes Mal in voller Gänze ausgekostet, sage ich mal. Das sind nicht nur so Treffen. Da passieren so viele Dinge, das ist der Wahnsinn. Also, ne, das Drumherum, sei es der Kongress vom Chaos Computer Club oder die Republika in Berlin, das ist eigentlich fast nebensächlich. Es geht darum, was wir aus der wenigen Zeit, die wir miteinander verbringen, so machen. Und das ist ganz großartig. Aber diese beiden Veranstaltungen geben vielleicht auch so einen guten Anhaltspunkt in die Richtung, womit du dich eigentlich beschäftigst. Und ich habe mal einfach nur was rausgegriffen, weil, wie ich vorhin schon sagte, wenn wir anfangen, euch von allen von euch zu erzählen, was ihr alles Tolles macht, dann brauchen wir einen extra Podcast dafür. Aber deinetwegen habe ich mich viel mit Cyborgs beschäftigt und dein Wissen und dein Verständnis im Bereich Star Trek ist dem meinen wirklich weit überlegen, was mich schon ein bisschen neidisch macht, muss ich sagen, weil ich dachte irgendwie, ich bin immer die... Ja, aber nein, das ist ja, mehr ist immer besser, finde ich. Ne? Mehr von uns ist immer besser und das kann man hören unter anderem, da kommt jetzt der Podcast Trackgasm. Und genau, wer genau aufgepasst hat, genau, ich bin gleich durch, dann übernimmst du direkt, denn kennengelernt haben wir dadurch, dass Elle und Alex im Prinzip denselben Job gemacht haben, sich nämlich in den Landtagen ihres jeweiligen Bundeslands mit Medien- und Netzpolitik zu beschäftigen. Und als wir aufeinander trafen, ich wusste noch gar nicht, mit wem ich es zu tun habe, sagte Elle mir, als der allererste Satz, den sie an mich richtete, war, ich wusste sofort, dass wir beide uns gut verstehen werden. Und so ist es auch, ne? Und auch Elle ist ein gelebtes Stück Europa. Herzlich willkommen. Leg los. Jo, danke. Das ist sehr lieb. Ich freue mich auch hier mal das erste Mal dabei zu sein, weil gerade von Trackgasm, wo ich ja ein Teil des Teams bin, sind, glaube ich, letzte Woche war ja der Marcel schon bei euch dabei. Nächste Woche habt ihr ja unsere Britt-Marie und diesmal bin ich dabei. Also unser wilder Star Trek Podcast kommt rum. Ja. Hey, da müssen wir schon zum zweiten Mal dabei, mindestens. Ja, stimmt. Ja, nee, zum dritten Mal. Zum dritten Mal, ne? Ja, dachte ich mir nicht auch. Und subscribe. Ja, ich war mir nicht sicher. Wir hatten die Live-Aufnahmen, genau. Aber so von zu Hause mit so Setup und so weiter bin ich das erste Mal hier dabei, quasi so von der Ferne. Und ansonsten, ja, womit beschäftige ich mich? Natürlich sehr viel Star Trek, mein Twitter-Feed. Ich bin @Forschungstorte auf Twitter. Ich twittere fast mittlerweile nur noch auf Englisch und mittlerweile fast nur noch Star Trek-Sachen, weil andere Sachen, da kriege ich nur noch Migräne. Und da beschäftige ich mich öffentlich lieber mit Dingen, die schön sind für die Seele. Und ansonsten bin ich aktiv als Vorstandsmitglied, also Vorsitzende des Cyborgs e.V., deswegen der Cyborg-Bezug, den du genannt hast, liebe Dani. Und ja, irgendjemand nannte mich dann auch mal German Borg Queen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ah ja, und irgendwann habe ich das auch in mein Twitter-Profil übernommen und ja. Ansonsten vielen Dank, echt, Dani,
Genau, das ist so süß, dass du dich noch daran erinnern kannst, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. Und ja, Alex und ich haben uns ja wirklich so als ReferentInnen im Landtag, in unseren jeweiligen Landtagen, er in Schleswig-Holstein, ich in Nordrhein-Westfalen. Und da sind so einige so eher dienstliche Gespräche dann irgendwann auch zu so freundlichen, zwischenmenschlichen Gesprächen geworden. Genau. So, Dani, wollen wir rein ins Vergnügen? Oh ja. Dann kommt jetzt unser Opener. ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Unsere Themen heute: Ist barrierefrei wirklich barrierefrei? Tickets und sie sind weg. Neuer offizieller ESC-Podcast. Neues vom Junior ESC. Und Songcheck, 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 Songcheck. Songcheck. Großartig. Aber vorher haben wir Rubriken mit ein paar kleinen Nachrichten. Wir fassen uns kurz. Wir gehen zu Neues aus Deutschland. Christoph, was hast du denn da? Genau, heute habe ich mich mal wieder daran beteiligt, ein paar News zu schreiben. Und die ARD hat so ein bisschen veröffentlicht, was es so für Rahmenprogramm geben wird dieses Jahr. Es fühlt sich zusehends, was so geplant ist. Den Anfang machen die Songchecks mit Alina und Stefan. Darüber hatten wir schon mal besprochen. Aber hier nochmal kurz zur Erinnerung: Ab dem 20. April täglich auf eurovision.de könnt ihr die sehen. Die vier Teile beginnen jeweils immer um 20.15 Uhr. Und ja, und das wird sich auf jeden Fall wieder lohnen. Die Reaction-Videos, die wahrscheinlich wieder ein Teil der Songchecks sein werden, die könnt ihr jetzt da schon auf YouTube zum Teil zumindest oder ich glaube sogar schon alle irgendwie sehen. Euch also da schon mal ein bisschen spoilern, aber nichtsdestotrotz ist es immer spannend, sich das anzusehen. Die beiden Halbfinale könnt ihr dann jeweils am 10. und 12. Mai ab 21 Uhr auf eurovision.de, auf One und in der ARD-Mediathek sehen. Am 14. Mai, also dem Finaltag, beginnt das Programm rund um den ESC im NDR schon um 0.30 Uhr. Da findet dann die Doku Malik im ESC-Fieber statt. Sie soll uns so ein bisschen die Zeit vom Vorentscheid bis zum Finale zeigen. Und dann natürlich, wie gewohnt, zeigt dann das erste Eurovision.de, One und die ARD-Mediathek ab 20.15 Uhr Countdown für Turin. Wer moderiert's, Dani? Babsi. Natürlich. Ab 21 Uhr folgt dann auf denselben Sendern das große ESC-Finale. Und dann wahrscheinlich so, wenn sie nicht überziehen, kurz vor eins, so 10 vor eins, wird es dann wieder diese Aftershow-Party auch wieder mit Barbara Schöneberger geben. Ja, klingt gut. Wo wir dann gerade bei dem TV-Programm sind, ESC barrierefrei ist das Stichwort. Da gab es irgendwie tatsächlich diese Woche eine Pressemitteilung. Sie waren alle ganz stolz und ich war so ein bisschen enttäuscht. Wir haben ja schon diverse Male begeistert gezeigt, wie Gebärdendolmetscher sich ins Zeug legen, wenn es darum geht, ESC-Beiträge zu zeigen. Dazu gehört auch, also zu diesem barrierefreien Ansatz gehören natürlich aber auch dann Untertitel, Audiodeskription und sowas. Und der NDR wird all das dieses Jahr auch machen. Sowohl über den Teletext als auch über geeignete Geräte. Also wenn ihr so ein TV habt, der halt diese digitale Funktion für Untertitel hat, werden dann Teletext und Untertitelungen angezeigt. Auf einem speziellen Tonkanal werden Audiodeskriptionen hörbar werden. Also Beschreibungen der Dinge, die quasi auf der Bühne passieren, wie die Fans aussehen, was da gerade so überhaupt so passiert. Das wird dann in den ganzen Dialogpausen wird das so erzählt, also hörbar gemacht. Diese Angebote werden für alle drei ESC-Shows stattfinden, aber auch für das Rahmenprogramm am Samstag, dem 14. Mai. Die Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache werden ebenfalls für die beiden Halbfinalshows und für das Finale gezeigt. Dabei werden alle Songtexte und die Kommentare von Peter Urban übersetzt.
Zu sehen werden sie aber nur sein, wenn ihr über ein spezielles TV-Gerät verfügt, das HBBTV-fähig ist. Das ist so ein Side-Channel, der über das Internet nachgeladen wird und dann auf das bestehende TV-Signal aufgesetzt wird. Ich möchte mich da einfach an dieser Stelle mal der Kritik von Julia Probst anschließen, die sich bei Twitter als ein Augenschmaus als Betroffene auch immer wieder Gehör verschafft, wenn es darum geht, halt Gehörlosen und Schwerhörigen eine Stimme zu geben. Es wäre ihrer Meinung nach nämlich besser, dass es einen dezidierten Sender für die Gebärdensprachendolmetscher gibt. Und das halte ich genau für den richtigeren Ansatz. Das wäre zumindest nämlich für mich dann auch eine echte Barrierefreiheit und würde quasi alle TV-Geräte einschließen, nicht nur die, die halt diesen Side-Channel irgendwie aufladen könnten. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir quasi Barrierefreiheit wirklich leben, das nicht nur so als PR-Maßnahme irgendwie sehen. Weil wenn man das tatsächlich über so eine technische Lösung macht, schließt man all die Leute aus, die es halt nicht haben, und dann wäre es nicht barrierefrei. Wenn ihr mal so ein paar Beispiele sehen möchtet, wie so ein ESC-Beitrag mit Gebärdensprache aussieht, da haben wir euch mal so 3-4 Beispiele einfach mal verlinkt auf escschnack.de. Ich muss euch sagen, das ist wirklich lohnenswert, mal drauf zu gucken. Das macht unglaublich viel Spaß und ist sehr berührend teilweise. Ich finde es auch mega schön, da gibt es ja auch super Beispiele. Ich gehe mal in eine andere Richtung, nämlich wenn es um Leute geht, die man vielleicht mal vergisst. Denn mein Thema ist Jendrik. Jendrik ist nämlich bei ESC Update. Wir haben uns ja schon häufiger mal hier im Podcast beschwert, dass es zumindest so wirkt, als wenn der NDR viele der VorjahresteilnehmerInnen fallen lässt wie so eine heiße Kartoffel. Wir wissen nicht, ob das teilweise selbst gewollt ist, dass eine Levina vielleicht sagt, Alter, mit euch will ich nie wieder was zu tun haben. Wir wissen es nicht, aber bei Jendrik wissen wir, dass es weitergeht. Wir haben ja schon davon erzählt, dass er irgendwie mit denen irgendwie nett bowlen war vor ein paar Monaten, und er meldet sich regelmäßig zu Wort und erzählt auch positiv, redet er immer noch über seine Zeit. Aber er ist auch wirklich von Eurovision.de, also von den Menschen, die da beim NDR dahinter stehen, wird er immer wieder mit einbezogen. Das kann natürlich den zahlreichen Formaten geschuldet sein, die wir inzwischen haben. Denn dank des Internets haben wir TikTok-Kanäle, Instagram-Zeugs, den ESC-Update-Podcast und so weiter und so fort. Und auch diese kleinen Reaction-Videos und so. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass Marcel und Thomas, die ihr ja letzte Folge bei uns gehört habt, dass sie in ihrer aktuellen Folge, die jetzt gerade am Samstag veröffentlicht wurde, Jendrik zu Gast hatten. Und das kann ich euch aktuell nur aus der Beschreibung erzählen, denn ich habe es noch nicht gehört. Er wird wohl ein bisschen darüber erzählen, wie sein Jahr war, denn ne, aufgrund von Pandemie und Co. waren die meistens alle stark voneinander abgesondert und es gab keine Pre-Partys, auf denen er auftreten konnte, und das fand er wohl sehr, sehr schade. Und er darf auch ein bisschen erzählen, was er so zu den Songs denkt, denn die machen ja auch mal so eine Art Songcheck. Deswegen höre ich mir die Folge also erst in 2 oder 3 Wochen an, weil ich halt nicht weiß, ob die vielleicht Titel haben, die wir in den nächsten 2 Wochen noch besprechen wollen. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Dann springe ich direkt auch mal zu Malik. Denn ich werde nachher häufiger über schnelle Songs sprechen, die mir die Hausarbeit ein wenig erleichtern. Und der Remix, den Malik Harris gemeinsam mit dem Berliner DJ und Produzenten You Not Us herausgebracht hat, der ist dafür wirklich ziemlich gut geeignet. Ansonsten muss ich ehrlich zugeben, ist dieser Remix jetzt nicht mehr der Rede wert. Wir haben ihn euch trotzdem verlinkt. Und ich bleib nochmal kurz bei Malik und auch bei Jendrik, denn Malik lernt auf jeden Fall. Zumindest wenn es um Instagram geht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, weil erstens weiß ich gar nicht, wie Maliks Instagram-Performance vorher so war. Und zweitens hat Jendrik wirklich echt fucking sehr viel Zeit und Liebe in den Videoschnitt seiner kleinen TikTok-Videos hineingegeben, die er dann außerdem auch noch bei Insta gespielt hat. Aber zumindest nimmt Malik Harris den Ball auf und nimmt uns mit zu den Auftritten bei den Pre-Partys. Er teilt so kleine Insta-Stories davon, wie ihm das Hard Rock Hotel irgendwie kleine Geschenke aufs Bett gelegt hat und ihm alles Gute für den Auftritt gewünscht hat. Und er hat davon erzählt, wie sehr es ihn erschreckt hat, dass halt als er in Israel war, dass halt ganz in der Nähe des Hotels halt ein Anschlag verübt wurde und die dann halt nur noch schnell weg sind. Das ist sehr, sehr interessant, was er so erzählt, und süß ist auch, er wird ja dann in Insta-Stories von anderen getaggt, also vom Publikum, die, ne, also Menschen, die ihn aus dem Publikum heraus aufgenommen haben. Das finde ich richtig nett, weil man dann mal hören kann, dass bei seinem Song dann auch kräftig mitgesungen wird im Publikum. Jetzt nicht vielleicht die ganze Halle, aber schon Menschen dort, die dann da mitsingen, ne, sowohl in Amsterdam als auch bei Israel Calling, und das finde ich richtig gut.
Und da freue ich mich jetzt also auf mehr Content und erneut wieder einen so etwas nahbaren Teilnehmer, den wir haben. Und damit wechseln wir zur neuen Rubrik Neues aus Turin. Genau, wir haben euch ja letzte Woche erzählt, dass es diese Woche Tickets geben wird. Und wie es zu erwarten war, das ging flott. Die drei Hauptshows waren in kürzester Zeit ausverkauft. Allein allen, die quasi ein Ticket ergattern konnten, herzlichen Glückwunsch, wirklich vom Herzen. Also ihr werdet auf jeden Fall ganz viel Spaß haben. Und auch die Familienshows und die Jury-Shows sind mittlerweile ausverkauft. Die Preise lagen übrigens so zwischen 20 und 350 Euro. Das war die teuerste Karte, die man so im Finale kriegen konnte. Ich finde, es ist gar nicht so teuer, also ganz ehrlich. Kommt drauf an, wenn du da halt dann deinen goldenen Teller mit lecker Schnittchen hast, ist doch 350 Euro so okay, quasi ein Schnapper. Ja, dann ja. Im Zuge dessen bin ich übrigens auf einen Beitrag von ESC Kompakt gestoßen, der auf die Nachfrage bei einem der Fanclubs hier die Fanclub-Pakete quasi einging. Die seien in Deutschland nämlich im Vergleich zu 2019 um 40% zurückgegangen. Dennoch wurden alle Kontingente verkauft und einige, die sich über ein Ticket, über die Fanclubs, über ein Ticket kommen wollten, ja, die sind halt leider trotz der niedrigen Nachfrage leer ausgegangen. Es sind zwar nur ein paar wenige, aber tatsächlich konnten nicht alle Anfragen bedient werden. Die Gründe sieht Klaus Woiner vom OGAE darin, dass die Preise angezogen haben und die momentane Situation natürlich weiterhin die Leute verunsichert. Ja, wir wollen ja auch nicht hinfahren. Nein. Das ist mir alles noch ein bisschen zu viele Leute. Viele Leute, wieder ein Spitzenübergang. Letzte Woche haben wir euch erzählt von Rockin' 1000 und die haben tatsächlich sich getroffen am 8. April auf der legendären Piazza San Carlo in Turin und haben eine spezielle Rockversion der Eurovisionshymne in dem Tedeum aufgenommen. Ne, mit 500 Leuten haben sie sich zusammengeschlossen, Sänger, SchlagzeugerInnen, Bassistinnen und Gitarristinnen haben das, haben da eine neue Version gemacht, die am 16. April veröffentlicht wird. Und der italienische Sender Rai hat gesagt, dass sie diese Aufnahme verwenden werden, um für den ESC zu werben. Und wo man schon mit so vielen Leuten zusammen auf einem Platz ist, ich meine, es waren 500, da hängt man da gleich noch was dran. Die haben nämlich zur Melodie von John Lennons Give Peace a Chance nochmal gespielt und haben da allen denen, die da waren, sagten, es war ein sehr, sehr emotionaler Moment, weil sie den der Musik und dem Frieden gewidmet haben, der ja auch das zentrale Thema unseres diesjährigen 66. ESC sein soll. Genau, wo wir gerade bei neuen Sachen sind, was den ESC angeht. Vor dem ESC in Israel versuchte die IBU einen offiziellen Podcast zu etablieren, der aber nach der Show quasi wieder eingestellt wurde. Jetzt probieren sie es erneut. Dieses Jahr führt Steve Holden durch die Episoden. Den kennt man vielleicht irgendwie aus den Jukebox-Juries von ESC Insight. Da war, glaube ich, ein paar Mal dabei. Er ist auf jeden Fall Musikjournalist aus Großbritannien. In der ersten Episode spricht er mit Kano, die angeblich genau wissen, wer Subwoofer ist. Na, okay, da das schauen wir ist mal. Mann, das ist man. Ja. Sie sagen allerdings nichts. Außerdem berichten sie von den magischen Abenden, die sie während des ESC hatten und über einen Besuch in Australien, den sie vor kurzem hatten. Und auch für norwegische Bands gilt, Everything in Australia is trying to kill you. Alex durfte einen süßen Koala halten, der sie allerdings auf dem Rücken kratzte und die hat sich dann wohl so schlimm entzündet, dass sie in die Notaufnahme musste. Heieiei. Es ist wirklich alles für dich in Australien umbringen. Dann gibt es noch ein kleines Interview mit Martin Österdahl, dem Executive Supervisor der IBU. Natürlich in die erste Episode des ESC-Podcasts gehört das rein. Und dann möchten sie immer mal wieder auch Podcasts und Blogs aus den Teilnehmerländern vorstellen. Und dieses Mal ist Island dran mit der Podcasterin Julia Margret Einarsdottir, die darüber spricht, wie groß, riesig, Spoiler, der ESC in Island ist. Ja, toll. Ja. Aber dann, wir spoilern noch was anderes, genau. Nämlich ein Datum. Richtig. Der Junior-ESC wird stattfinden am 11. Dezember. Also dieses Mal nicht ganz so dicht an Weihnachten drin. In Yerevan. Genau, denn in Yerevan. Wir erinnern uns, genau, dass Armenien mit Malenas Kwami Kwami den Junior-ESC in Paris gewonnen hatte. Wer sich nicht mehr erinnert, sollte sich ganz, ganz dringend ihre Performance nach der Übergabe angehen. Wer da nicht ein Tränchen im Auge hat, da weiß ich dann auch nicht weiter. Ne, denn beim Junior ESC ist es nämlich nicht so, dass automatisch dass das Siegerland dann die Ausrichtung übernimmt, aber sie dürfen sich entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Und Armenien hat sich dafür entschieden. Ne, Austragungsort wird der
Karin Demircan Komplex sein. Das ist eine Mehrzweckhalle für Konzerte und Sportereignisse. Und dann geht's nochmal ganz kurz in die Schnapsabteilung. Wo wir gerade L dabei haben, ne? Ich meine Prosecco und Champus, das ist unsere Domäne, oder? Ja. Jetzt kommt was für uns. Denn wir sind ja nun in Italien. Wir sind in Italien, da geht es dann auch um kulinarisches jedwelcher Art. Und dementsprechend bringt In Vivo einen neuen ESC Song Contest Weinreihe auf den Markt. Die heißt In Vivo Ex Unity. Und dabei haben sie einen Prosecco und einen Prosecco Rosé In Vivo Ex Unity. Und die werden dieses Frühjahr auf den Markt gebracht und beim äußerst beliebten ESC Song Contest der offizielle Prosecco sein. Wurde schon darauf hingewiesen, dass die TeilnehmerInnen damit also eigentlich permanent abgefüllt werden. Der wird da überall stehen. Genau, die Flaschen sind ab April im Handel in Europa und darüber hinaus erhältlich. Da wird dann nochmal ganz gesagt, ne, so, es wird Konrad, es ist ein exklusiver Einzelhändler in Turin und Nordwestitalien. In Europa gibt es auch ein paar exklusive Fachhändler, die das haben werden. Und vor allen Dingen schwerpunktmäßig in Schweden, Norwegen und Finnland ist es aufgelistet. Und in Bulgarien. Was dann noch kommt und wo es das noch geben wird, wahrscheinlich in Großbritannien, Zypern, Israel, Island und Neuseeland, das wird auch noch veröffentlicht. Aber ich fand es trotzdem spannend, dass es also erst in der Gegend, wo Alkohol einfach mal sauteuer ist, dass es da halt als erstes schon Namen gibt. Aber ich meine, dann haben wir eine gute Chance, dass es bei uns beim City auch stattfinden wird. Das stimmt. Oder ich mal kurz nach Dänemark rüberäumeln. Was aber sehr, sehr süß ist, eine liebe Freundin, die ich aus Kochblog-Zeiten kenne, und ihr Mann, die beide auch bei Twitter sind, die sind jetzt gerade in Italien gewesen und haben tatsächlich in einem großen Einkaufszentrum geguckt, ob sie es schon für mich finden und haben mir dann nur eine Nachricht geschickt und es tut uns voll leid. Ich dachte, what? Die Griner schon. Dann habe ich noch eine ganz kleine News, auch nochmal aus Turin, nämlich keine News, denn uns fehlt ganz definitiv Infos vom Bühnenaufbau. Ja, man sieht immer mal hier und da mal das ein oder andere Bild, aber leider kein Live-Blog, ne? Genau, und auch nichts Offizielles, denn wir sind in den letzten Jahren, wir sind sehr, sehr verwöhnt worden, gar keine Frage, dass während der Aufbauzeit für die Bühne, es gab Blogartikel, es gab Fotos, es gab Videos im Zeitraffer und das macht schon so ein bisschen Spaß und macht auch Lust auf die Veranstaltung, aber bisher ist davon irgendwie noch gar nichts zu sehen, bis auf, wie gesagt, ein paar geleakte Bilder und das wollte ich mal sagen, dass ich das sehr, sehr schade finde. Genau, dann hast du noch was ganz Kurzes aus Belgien. Genau, denn ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich hatte da so eine interessante Newsletter von eurofire.me, da habe ich wieder eine entdeckt, denn in belgischen Medien, in dem Fall im Wochenmagazin TV Familie, wird spekuliert über eine Rückkehr eines nationalen Vorentscheids. Zur Erinnerung, in Belgien ist es bisher so, weil Belgien ja doch trotz seiner geringen Größe schon zweigeteilt ist, dass immer mal die Flamen und mal die Wallonen entscheiden, wer dorthin geschickt wird und jetzt heißt es, dass das flämische Fernsehen, das 2023 halt wieder dran sein wird, wohl tatsächlich eine Großoffensive im Bereich Unterhaltung plant, also ein Quiz und die Sommerhitshows und vielleicht tatsächlich auch den ersten Vorentscheid Belgiens seit 2016. Der zuständige Sender, VRT, hat allerdings schon gesagt, eine finale Entscheidung sei noch nicht gefallen, es gäbe auch noch keine konkreten Pläne, aber wir lassen uns mal überraschen. Ich find's schön. Ich auch. Da würde ich mich auf, also je mehr Vorentscheide stattfinden, desto mehr. Ich habe jetzt schon den freudschen Versprecher mit dem Songcheck gehabt, weil da kommen wir jetzt hin. Heute schließen wir das erste Halbfinale ab. Wie immer sprechen wir in alphabetischer Reihenfolge über die Teilnehmenden der zweiten Hälfte des ersten Halbfinals. Das sind dieses Mal Armenien, Dänemark, Griechenland, Island, Kroatien, Norwegen, Österreich und Portugal. Und von den Big Five ist dieses Mal Spanien an der Reihe. In unseren Shownotes und auf escschnack.de haben wir wieder alle Videos verlinkt, die wir zu unserer Vorbereitung genutzt haben. Das bedeutet, ihr bekommt mit, was wir gesehen haben. Wir dürfen halt keine Musik spielen, deswegen bleiben euch jetzt ein paar Optionen, wie ihr trotzdem euch ein Bild von der Musik machen könnt. Entweder stoppt ihr jetzt den Podcast und schaut alle Videos am Stück. Oder ihr könnt, ich bin leider hier in der Zeile verrutscht. Oder ihr stoppt die Episode so, immer genau, dann. Ihr stoppt jetzt immer die Episode immer dann, wenn wir Titel und Künstlerinnen eines jeden Landes, das wir ansprechen, vorgestellt haben. Schaut euch das Video bzw. die Videos an und kehrt dann zum Podcast zurück, um eure spontane Meinung mit unserer abzugleichen.
Ihr könnt natürlich auch erst einmal diese Podcast-Episode zu Ende hören und dann die Songs hören. Und wie immer im letzten Jahr aufgrund des Feedbacks einiger Hörerinnen unseres Podcasts erfahren haben, gibt es noch eine ganz entscheidende Möglichkeit. Ihr kennt die Titel, die wir heute ansprechen, schon nahezu fast auswendig und könnt einfach entspannt den Podcast weiterhören. Übrigens habe ich bei Spotify für alle, die jetzt gerade keinen Zugriff auf YouTube haben, aber Lust haben, irgendwas in der Art zu machen, seid ihr im Auto oder in der Bahn oder so, ihr könnt halt gerade kein Video gucken, da habe ich eine Spotify-Playlist gebastelt. Das kann man sich auch ganz gut ohne Premium-Mitgliedschaft anhören. Das haben wir beim letzten Mal vergessen zu verlinken. Meine Schuld, ich habe es Christoph nicht geliefert, aber ich habe jetzt die weiteren Titel reingeschmissen, auch die von dieser Episode. Ich versuche halt, dass das wirklich auch nicht mehr reinkommt, dass Spotify beim Premium-Modell gerne auch mal ein bisschen würfelt. Aber genau, wir liefern euch die Titel für die kommende Episode dann auch erst am kommenden Sonntag auch noch mit in die Liste hinein. Genau. Aber jetzt soll es auch mal losgehen. Wir haben Gäste, die die ganze Zeit darauf warten, dass sie jetzt endlich geht mal durchschlagen können. Christoph, erzähl mal, wie es weitergeht. Genau, weil wir zu faul sind zu rechnen, vergeben wir keine Punkte. Das ist viel zu aufwendig. Aber alle Teilnehmenden an unseren Songchecks entscheiden sich völlig subjektiv, ob es einen Beitrag in das große Finale schafft, es vielleicht schafft oder es nicht schafft. Dabei ist es völlig unabhängig davon, ob wir das persönlich so wollen oder ob die Chancen für den Song hat oder ob der Song vielleicht gar keine Chancen hat. Also es ist wirklich absolut subjektiv. Und endlich, eine zweite Songcheck-Folge. Und endlich gibt es in dieser Folge auch so richtig Fälle, in denen zumindest Christoph und ich uns krass uneinig sind. Habe ich vorhin schon gesehen. Da freue ich mich sehr drauf. Da waren wir letztes Mal irgendwie viel zu harmonisch. Das war wirklich der arme Marcel, hat mir danach noch geschrieben so mit, war das gut, dass ich jetzt immer, nein, genau das wollen wir eigentlich. Also nicht aus Prinzip Krawall, das ist es nicht. Aber ich freue mich sehr darüber, denn unsere HörerInnen, die stresst das schon fast ein bisschen mit, ich bin sonst immer einer Meinung mit Daniela, aber da nicht. Ich bin immer einer Meinung mit Christoph, aber wieso denn das? Und nein, das ist alles voll okay. Ihr dürft uns alle weiterhin lieb haben und mitbekommen, dass wir das anders sehen. So wie ich auch alle lieb habe, die heute da sind. Denn ich freue mich auf einen gepflegten Meinungsaustausch. Und nicht zu vergessen, ein wichtiger Hinweis, ich mag euch alle wirklich sehr, sehr gern, auch wenn ihr vielleicht nicht die Großartigkeit eines Amir versteht. So, Becky, dein Einsatz. Was, mein Einsatz? Ja, dein Witz. Ach so, sind denn jetzt ready? Oh. Ja, ich bin ready. Und jetzt starten wir aber erstmal mit Armenien. Rosalind wird antreten und sie singt Snap auf Englisch. Die 21-Jährige wurde in Vanazor geboren und wuchs dort auch auf. Schon mit 6 Jahren begann sie Klavier zu spielen. Von armenischem Fernsehen wird sie in der offiziellen Bekanntgabe als Small Town Girl with a Big Heart vorgestellt. Also das Kleinstadtmädchen mit einem großen Herzen. 2013 bewarb sie sich mit dem Song Gitem beim armenischen Vorentscheid für den Junior ESC. Da ist sie allerdings nicht damit durchgekommen. Sie steht bei NVAC oder NVAC oder so ähnlich. Das ist ein Kollektiv in den USA unter Vertrag. Das armenisch-amerikanische Label, das von Tamar Kaprelian gegründet wurde. Tamar hingegen war übrigens mit der Gruppe Genealogy oder so ähnlich beim ESC 2015 in Wien als Teilnehmende dabei. Der Song hieß damals Face in the Shadow und erreichte Platz 16. Und Tamar gehört auch zu den Autorinnen von Snap. Ja gut, dann fange ich mal an. Ich stelle euch dann, ne, so immer, irgendjemand muss immer mal anfangen. Deswegen denke ich mir, ich fange direkt mal an. Für mich war das so ein bisschen Amy McDonald trifft auf die Common Linnets. Ich muss sagen, ich mag das. Das läuft entspannt im Hintergrund und es gibt dann so kurz vor Ende quasi so eine kleine, also im letzten Drittel eine kleine Pause und dann gibt's noch so einen Chor am Ende, die auch, ganz ehrlich, die retten den Song davor, dass ich komplett abschalte. Zwar auf eine gute Weise, aber tatsächlich abschalte. Das heißt, ich sag einfach mal so, ich mag's und schmeiß mal rüber zu Christopher. Ja, ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass es mich tatsächlich ein bisschen an hier Anxiety von, ach, wer heißt die, Amy Lou? Felicia Lou, Entschuldigung. Felicia Lou erinnert hatte, wo ich ja sagen muss, Anxiety war mein Favorit beim deutschen Vorentscheid. Ja, meine auch. Und das hatte hier so ein bisschen Ähnlichkeiten, aber ich fand es dann auch nicht so überzeugend. Ich finde, vom Text her ist es teilweise dann so ein bisschen, also dieses Snap wird da dann auch so in einer Zeile mit I might snap angedeutet. Das kann natürlich sein, dass man zerbricht quasi unter
der Trauer der Last, aber es klingt auch so ein bisschen so einmal Zap und dann bringe ich hier alle um. Also es ist auch so ein... Wie Thanos, oder was? Ja, so das kann in alle Richtungen gehen, dieses Lied. Das könnte quasi das Lied sein, wo man über eine Trennung hinwegkommt oder wo man irgendwie Rache ausübt. Und irgendwie kann ich das nicht richtig einordnen. Ja, ich schmeiß den Ball mal rüber nach Düsseldorf zu L. Ja, genau. Es ist sehr schön, dass diese Vieldeutigkeit des Titels und der Text schon angesprochen worden ist. Und ich sage, ich glaube, genau das ist das, was ich an dem Lied, also textlich sehr clever finde, ist, dass es einerseits dieses, ja, ich schnippe und dann bist du weg, aber eben dieses to snap, eben entweder man zerbricht oder man tickt aus, kann das bedeuten. Also alles Mögliche und es damit eben auch das Ganze sehr offener Interpretation überlassen ist, dem Lied. Das sonst muss ich halt sagen, es ist nicht mein Genre, ich kann es also nicht richtig bewerten im Sinne von, ist das besonders gut, schlecht, weil ich einfach dieses Genre nicht höre oder ähnliche InterpretInnen nicht höre. Daher kann ich nichts sagen. Allerdings fand ich gut, das Video sehr schön, das natürlich jetzt, denke ich, bei der Bühnenpräsentation nicht so dabei, so zu tragen kommen kann oder anders irgendwie vielleicht reinkommt. Das fand ich sehr hübsch und was habe ich noch aufgeschrieben? Das ist Trotzlied und es gibt halt so noch von anderen Ländern auch so eher so trotzigere Songs, die sozusagen gerade von Frauen gesungen, vorgetragen werden in diesem ESC, um es jetzt mal so zu sagen. Und was ich noch schön fand, ist, dass also schon also mit dem Video zusammen zwar eine Beziehung besungen wird, aber es gibt im Video nicht diese berühmten Beziehungsrückschaubilder, wie es in anderen Videos. Weil das ganz furchtbar ist und das war dann lieber schöne Special Effects, ein bisschen Fantasy, sie fliegt mit ihrem Haus über die Stadt und setzt sich dahin nieder, wunderbar, also da muss ich sagen, als Einstieg hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, obwohl ich sonst diese Art von Musik nicht höre. Olli, wie hat es dir denn gefallen? Also ich mag den Song tatsächlich. Ich finde ihn ganz hübsch. Es ist so ein typischer Singer-Songwriter, so ein typisches Singer-Songwriter-Stück so. Also das kann man wunderschön, glaube ich, irgendwie einfach abends am Strand irgendwie nur so ich, meine Gitarre und ich spielen. Von daher fand ich es ganz schön. Es ist schon musikalisch ziemlich einfach, fand ich. Also es ist so ein bisschen auch so, als wenn Milo sagen würde, okay, ich brauche jetzt noch einen 11. Track, dann schreibe ich schnell nochmal was auf und dann kommt sowas dabei raus. Von daher denke ich so, es hat eigentlich nicht wahnsinnig viel Potenzial. Also es wäre sehr zu wünschen, dass Rosalind irgendwann auch nochmal andere Sachen macht. Aber also subjektiv, ich mag den Song. Becky, wie sieht's bei dir aus? Ich mag den auch. Also ich fand es richtig gut. Dani, du hast gesagt, Amy McDonald meets Common Linnets, ne? Ja. Ich hatte so ein bisschen Florence and the Machine meets Mumford & Sons. Ja. Das war so meine beiden Assoziationspunkte, die ich irgendwie im Kopf hatte. Ich fand es irgendwie cool und modern, sofern so folkige Sachen modern sein können. Und ich finde ihre Stimme auch angenehm. Ich finde, heute haben wir einige interessante Stimmen auf jeden Fall dabei in unseren neuen Beiträgen, die wir hier beurteilen. Was natürlich sich noch zeigen muss, das ist wieder ein produziertes Musikvideo. Am Ende nach der Bridge, im letzten Refrain, gibt es ja so sehr hohe Töne, die sie so über den Refrain singt. Da muss man dann natürlich immer gucken, funktioniert es live so, wie es funktionieren soll. Kann man jetzt noch nicht so richtig was zu sagen. Noch eine Sache, hat jemand von euch Licorice Pizza geguckt, den Film, der jetzt bei den Oscars nominiert war? Nee. Weil ich finde, sie hat optisch unfassbare Ähnlichkeit mit Alana Haim von der Band Haim. Haim mit M. Haim, die auch die Hauptrolle in dem Film spielt. Und das hat mich so beim Videogucken ungefähr die Hälfte der Zeit voll abgelenkt, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ach, zu dem Film hätte das Lied jetzt aber auch gut auf den Soundtrack gepasst. Es ist wirklich ein Soundtrack-Lied, ne? Mhm. Ich ziehe den Alex mal ein bisschen enger ans Mikro. Ja, im Grunde wurde schon fast alles gesagt. Ich war nicht so begeistert von dem Song. Zum einen, so schön das Video ist, es passt
für mich nicht zum Text. Zum anderen, sie steht auf einer Bühne und ich weiß nicht, wie sie das rüberbringen will. Also ich sehe da wenig Potenzial. Der Song selbst, es ist schöner Radiopop. Olli hat es schon gesagt, mit dem Strand, man könnte es auch Lagerfeuermusik nennen. Aber ja, es ist Radiopop und mich holt es jetzt irgendwie nicht ab und ich sehe da auch nicht die große Chance. Und dann kriegen wir bestimmt noch was Schönes von Christoph. Ja, also hör mal, Mädchen mit Gitarre, da bin ich natürlich sofort an Bord. I knew it. Siehste? Also wir haben hier wirklich eine schöne, einfache Melodie und ich finde auch, wenn es eine einfache Melodie ist, ist das eigentlich gar nicht mal so etwas Negatives, weil wir dürfen uns daran erinnern, dass die meisten Leute dieses Lied das erste Mal hören, wenn es tatsächlich im Fernsehen läuft im Halbfinale. Und da ist es doch, glaube ich, ganz gut, wenn es etwas ist, wo man nicht so lange drüber nachdenken muss, was da so gerade passiert. Also insofern finde ich halt die einfache Melodie wirklich gut. Die Melodie wird übrigens dominiert von ihrer Gitarre, was wirklich wunderbar auch zu ihrer sanften Stimme hört. Das wurde ja auch schon gesagt. Sie ist aber keine schwache Stimme. Das ist wirklich eine flauschige Stimme, würde ich es mal nennen. So, die nimmt einen so mit. Ja, es ist halt einfach ein folkiges Singer-Songwriter-Stück. Es wird irgendwie nicht langweilig, der Chor fühlt sich ganz gut ein. Ich hoffe, wo wir gerade über Staging sprechen, dass sie dieses wahnsinnig geile Haus irgendwie auf die Bühne kriegen, weil das wäre wirklich für mich ein optisches Highlight. Das würde ich echt cool finden. Und was meinst du, Christoph? Wie wird es abschneiden? Naja. Finale, kein Finale, vielleicht? Wir wissen jetzt ja schon so die erste Hälfte, was so schon drin war. Und ich sehe hier eher ein Vielleicht. Ja, so geht mir ähnlich, denn in der letzten Folge haben wir ja sehr, sehr viel Abwechslungsreiches, sehr Schräges, sehr Lautes gesehen teilweise und deswegen bin ich ebenfalls bei Vielleicht. Wie sieht es denn Becky? Ich sag ja, gerade weil so viel Schräges in diesem Halbfinale dabei ist. Da müssen ja auch ein, zwei durchkommen, die, ich sag mal so, den Mainstream-Geschmack bedienen. Elle, wie siehst du das? Oh, ich kann das so schlecht einschätzen, weil bei wir sowas, auch. Weil bei sowas ist es, ich denke immer als jemand so, die ganz andere Musik hört, aber weiß, dass viele Leute außer mir so eine Musik mögen, denke ich aus dem Ding raus, das könnte durchkommen, weil das Musik ist, die Leuten gut tut. Das ist alles, was ich als sehr, musikalisch fachfremd sagen kann. Also sagen wir also mal. Also bist du auch beim Vielleicht. Beim Vielleicht, ja. Ja, Olli, wie sieht's aus? Also ich denke, das kommt durch ins Finale und das begründe ich streng betriebswirtschaftlich, weil letzten Sonntag nicht so viel dabei war, was durchkommt. Das sehe ich anders. Alex? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war das Musikvideo von dem Musikstück. Deswegen sage ich, das schafft es nicht ins Finale. Und dann haben wir noch den Christopher. Ich sag mal, mit der Selbstbewusstheit von jemandem, der keine Ahnung hat, dass es nicht durchkommt. So, finde ich voll gut, denn wir haben dieses hier alles gestartet mit einem sehr, sehr, sehr subjektiven Eindruck. Und die Leute super. Hören sich trotzdem an. Ich find's mega. Wir gehen nach Dänemark. Das ist ja von uns, gerade von mir und Christoph und Alex aus, gar nicht so weit. Von Olli auch. Oh Gott, so viele Kieler. Voll toll. Und zwar wird für Dänemark antreten die Band Reddy, Großbuchstaben R-E-D-D-I, mit dem Song The Show. Musik und Text von, ich glaube, den Menschen, die da auch singen und Musik spielen. Ein Titel auf Englisch. Und so viel, ich würde euch jetzt gerne ein bisschen was über die Band erzählen, aber so viel wissen wir gar nicht. Also diese Band wurde nämlich dieses Jahr für den Melodie Grand Prix, so heißt der Vorentscheid in Dänemark, zusammengestellt. Und ja, sie werden für Dänemark zum ESC fahren. Die Band besteht aus den Däninnen Mathilde Siggi Savary, die ist für Gesang und Gitarre zuständig, und der Schlagzeugerin Ihan Haider. Ihan ist eigentlich Mitglied der Urban-Pop-Gruppe Liga. Mhm. Christoph hat da irgendwas geschrieben, so rum heißt das, okay. Und war auch mit Soluna Samadai beim ESC 2012 dabei. Zusammen mit dem Produzenten Chief 1, eigentlich Lars Pedersen. Ich habe das nicht norddeutsch ausgesprochen, das ist wirklich ein D. Mhm. Der auch Liga produziert, kam wohl die Initiative von ihr für Reddy. Da gehören dann noch zur Band noch zwei Schwedinnen, nämlich Agnes Roslund, die spielt ebenfalls Gitarre, und Ida Bergqvist ist am Bass. Und ich denke mal, beginnen wird jetzt mal der Olli. Ja,
Es fängt an. Es ist für jeden nachdenken. Immer hart. Ich muss nachdenken, was ich sage. Es fängt ja als Ballade an. Es hat so ein bisschen Touch von Bonnie Tyler, hier so Total Eclipse of My Heart und so ein bisschen. So ein bisschen This Is Me von Kiala Settle hier aus Greatest Showman. So. Dann werden noch so ein paar so kitschige Geigen drüber geschmissen. Und dann auf einmal wird es irgendwie so ein Fun-Pop-Stück, so ein Gitarren-Pop-Ärzte-mäßiges Stück, irgendwie so. Und ich fand den Bruch relativ krass, so. Oder der Einstieg war zu lang, eins von beiden. Jedenfalls dachte ich so, okay, jetzt habt ihr euch echt nicht entscheiden können, was ihr wollt. Und es wurde dann einfach total erwartbar. Also es war so, dass man dann ab Minute 1 dachte, ja, jetzt weiß ich auch genau, wie es bis zum Ende weitergeht. Im Video, war das ein Video oder ein Auftritt? Das war ein Auftritt, glaube ich, was da verlinkt war. Es war ein Auftritt vom Vorentscheid. Ja, die Schlagzeugerin hatte offenbar unglaublich viel Spaß. So weil die war die ganze Zeit am Lachen und wurde immer so von oben gefilmt und sowas. Also das war offenbar lustig da irgendwie oder sie hatte ihren Spaß. Aber es passiert dann eigentlich nichts mehr. So. Von daher dachte ich, ja, ist mir so, geht so. Ich gebe zu, textlich hat es mich jetzt auch nicht gepackt, aber ich habe dann auch nicht mehr sehr weit mitgelesen. So viel erstmal. Becky, was sagst du denn dazu? Ja, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also das, was Olli jetzt so ein bisschen schwierig fand mit diesem sehr krassen Bruch, das fand ich eigentlich richtig gut. Mhm. Also wir beschweren uns ja hier sehr oft darüber, dass man irgendwie einschläft und nichts mehr passiert nach einer Minute und das fand ich hier dann doch, das hat mich gut mitgenommen. Ich fand leider die Stimme der Sängerin, also der Liedsängerin, ein bisschen, ja, also sie hat nicht alle Töne getroffen, was bei dem zweiten Teil, dem schnelleren Fun-Teil, nicht so schlimm war, wie bei dem ersten Teil, der so balladig war. Also deshalb hat mir, glaube ich, auch der zweite Teil bedeutend besser gefallen. Ich finde die Outfits geil. Ich hoffe, dass wir sowas auch wieder anhaben werden. Und ich finde, also ich bin grundsätzlich auch Fan davon, wenn man so die ganze Band auf der Bühne hat. Dann noch, ne, wir haben hier eine Band und das ist nicht so dieses typische Trop von Sängerinnen und ihre Jungs oder so, sondern wir haben hier halt mehrere Frauen, die eine Band sind und auch noch so einen okay empowernden Text singen, würde ich sagen. Ist jetzt kein großes feministisches Stück, aber ich sag mal, kann man auf jeden Fall so mitgehen. Und es hat mir einfach gute Stimmung gemacht. Und so deshalb, ich glaube, das kann schon Spaß machen, das dann auf der Bühne zu sehen, auf jeden Fall. Mhm. Alex, hattest du Spaß? Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit Becky voll mit. Am Anfang, ich dachte, das wird nichts. Frau am Klavier, ja, aber das ist irgendwie nichts. Dann kommt eben dieser große Bruch und ich hatte das Gefühl, ja, irgendwie so eine Blondie-Kopie. Insgesamt dieser 2000er Girl-Rock-Gruppe. Es hatte so 20 Jahre, vor 20 Jahren war das irgendwie so Musik, die man gehört hat. Allerdings fand ich die Stimme viel zu monoton und das fand ich dann doch recht schade und irgendwie der gesamte Song, er war irgendwie wie in so einer Schleife, es hat sich einfach nur noch wiederholt, eine monotone Stimme, es ist nichts passiert. Ja, die Leute hatten Spaß, es war bunt, es war eine rockige Musik und trotzdem war das wie so eine Schleife, die sich einfach wiederholt hat und das fand ich dann doch ein bisschen schade, aber ich denke, er hat schon Potenzial, weil es einfach mal ein bisschen was anderes ist. El, war das denn ein Song für dich? Ja, ich sag mal, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Top of the Pops aus England, aus den 70ern. So Sachen, die meine Mutter so als junger Mensch gehört hat. Aber das ist nichts Schlimmes, absolut nicht. Es war also für mich, als ich die Frau in dem Outfit am Klavier sah, dachte ich, da kommt ein Bruch. Und da kam ein Bruch. Weil das Outfit verriet für mich, nein, das ist jetzt keine Ballade oder es muss irgendetwas kommen, was dieses Outfit mitträgt. Weil Outfits erzählen ja auch eine Geschichte meist. Also vor allem, wenn jetzt die Kostümabteilung den Job richtig macht. Ansonsten macht die Kostümabteilung nicht den Job richtig. Und also dieser quasi optische Spoiler hat also mich schon vorgewarnt, es gibt einen Bruch.
Das fand ich dann schön, dass dann eben auch kam. Ich fand es schön, dass es eben, dass man gesehen hat, ah, wie wird die Bühnenpräsentation sein? So schön die Videos auch sind, ist für mich natürlich, um das einzuschätzen, ja, kann ich schon mal eine Bühnenpräsentation sehen? Wie ist die Ausstrahlung? Und ich fand das eigentlich, ja, also ich muss jetzt sagen, kann ich mit den anderen mitgehen, ist eigentlich ganz gut, reißt mich nicht vollkommen vom Hocker, aber das heißt nichts. Christoph, was meinst du denn? Also für mich ist es ja Tradition, egal was läuft, egal welcher andere Vorentscheid parallel läuft, ich gucke den Danmark Radio Melodie Grand Prix. Da gibt es keine Diskussion. Auch dieses Jahr war wirklich sehr viel seltsamer Kram dabei und zugegeben war Reddy einer der besseren Beiträge, aber nicht mein Favorit, das muss ich dazu sagen. Der Song ist okay, also ein ruhiger Anfang, dann ein rockiger Teil, ja, kann man machen, aber wie das leider nun mal so häufig ist, wenn man halt so Band zusammenflickert, also so frickelt halt, ne? Reddy harmoniert nicht miteinander. Das passt hinten und vorne nicht. Da kann man noch so sehr eine Rockhymne nach Baukasten bauen. Wenn die Bandmitglieder nicht zusammenpassen, dann stimmt es einfach nicht. Und das kommt hier volle Lotte rüber. Mag sein, dass sie das bis zum Halbfinale irgendwie hinkriegen. Ich habe da meine ganz großen Zweifel. Und deswegen, naja, nicht so begeistert. Dann übernehme ich mal, denn ja, vieles ist schon gefallen. Deswegen ist es so. Bei diesem Song, ich weiß ihn halt nicht. Eigentlich kriegt er ganz viele Checkboxen bei mir an, die ihr auch schon viel genannt habt. Da sitzt eine Frau am Klavier und trallert erstmal eine durchschnittliche Ballade. Ich schalte beinahe schon ab, aber einfach 1,20, hey, rockige Frauenmänner mit witzigen Kostümen, schnellen Gitarren und kräftig Schlagzeug. Das müsste mir eigentlich alles gefallen, weil die auch alle richtig Bock hatten. Ne? Also das ist unbestreitbar. Die haben auf der Bühne richtig Bock gehabt. Aber die Stimme der Sängerin, die klingt mir in dieser Live-Aufnahme irgendwie ganz schön flach. Ich weiß nicht, ob es die Abmischung ist oder fehlendes Lungenvolumen, aber ne, weiß nicht. Es kann sein, dass der Überraschungsmoment und oder ist es das Überraschungsmoment? Das Überraschungsmoment und die Begeisterung der Bandmitglieder, da, dass das auf der Bühne irgendwie auch beim Publikum am Fernseher trägt, aber ich gebe ehrlich zu, ich vermute eher nicht. Das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, aber gut ist was anderes, sag ich mal. Und damit hat Christopher das letzte Wort. Ja, ich komme ja sehr unbedarft an das Thema Musik im Allgemeinen ran, deswegen holen mich vielleicht noch solche Brüche mehr ab und denken mir, ah, das war jetzt aber eine schöne Überraschung, dass die jetzt vom Klavier aufsteht und auf einmal sehr rockig wird. Und es wurde ja am Anfang so als Funrock beschrieben und ich habe ja generell nichts gegen Spaß, deswegen war das einfach sehr, sehr kurzweiliges Lied, was mich gut abgeholt hat. Ich muss auch sehr sagen, Kostüm und Haare holen mich hier voll ab. Und von dem her, ja, einfach, ich würde sagen, einfach eine nette Zeit. Es war jetzt, ich muss auch sagen, es war jetzt nicht der große Wurf, aber ich bin immer positiv überrascht, wenn so ein langsames Lied auf einmal so ein Rockteil ausbricht, weil ich dann mich nicht durch das komplette langsame Lied durchquälen muss. Und damit sind Christoph und ich uns tatsächlich auch dieses Mal noch wieder einig, was die Bewertung angeht, nämlich? Kein Finale. Genau, was sagt denn Becky? Ja, ich hätte jetzt eigentlich auf jeden Fall gesagt, die kommen 100% ins Finale, aber nachdem ja letztes Jahr für Flemme gescheitert sind in meinem Finale, wo niemand mitrechnen konnte. Damit übrigens noch mal kurz, bevor du was anderes sagst, wer ihn noch nicht gesehen hat, die haben den dänischen Vorentscheid eröffnet mit ihrem Song, den sie da in Rotterdam präsentiert haben. Wenn sie das so gemacht hätten in Rotterdam, dann wären sie weiterkommen. Das ist eine absolute Frechheit, sich das jetzt so irgendwie anzugucken, aber der Auftritt ist grandios. Jedenfalls bin ich deshalb, lande ich insgesamt bei vielleicht. Aber eigentlich in meinem Herzen ist es ein vielleicht was zum Jahr. Elle, was sagst du denn? Oh, okay. Also ich würde sagen, es ist Dänemark und Dänemark hat vielleicht so ein Gewohnheitsabo. ich sag vielleicht, weil ich kann es echt nicht einschätzen, weil es gibt manche Lieder, die fand ich zum Beispiel, ich sag jetzt mal, der ESC, den ich das erste Mal komplett mitgeguckt habe, das war da, wo Dänemark damals Anfang der Nullerjahre oder Ende 90er gewonnen hat, mit diesem Fly on the Wing. 2000. Ja, die Olsen Brothers, ja. 2000, das war grandiosig. Und ja, und das Lied, das war damals, dachte ich, da kann man, wie war mein Kommentar? Dem Lied kann man im Gehen die Schuhe besohlen. Ja.
Und daher denke ich, also bei ESC kann ich es, wie gesagt, so gut wie selten einschätzen und sage, vielleicht mit Dänemark-Faktor. Olli, hast du einen Dänemark-Faktor? Ich habe einen Dänemark-Faktor und kurz noch eine Frage dazu. Auch im Halbfinale wählt doch das Publikum, ne? Ja, sicher. Ja, also okay. Jury und Publikum. Ja, okay. Dann kommen Sie weiter, weil ich davon ausgehe, dass in den ganzen Wiederholungsschleifen immer nur der schnelle Teil des Songs gespielt wird. Und wenn Sie so gut gelaunt sind wie in dem Auftritt, dann kommen Sie auch in die nächste Runde. Nicht schlecht. Gewiefte Strategie, Olli. Alex? Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie Olli. Ich gehe auch davon aus, dass die ins Finale kommen, weil die Leute hören den Song zum ersten Mal und da wird das funktionieren. Dann wiederholten hören, funktioniert er nicht mehr, aber wer das nur einmal hört und dann, wie Olli dann sagt, dann kommt der rockige Teil in der Wiederholung und die Leute werden verwählen. Christopher? Ich bin hier auf einem eindeutigen Vielleicht. Sehr gut. Sehr schön. Und Dani damit und gehen wir nach Griechenland. Genau, Dani und ich, wir waren schon jetzt also doch relativ noch im gleichen Schritt. So, ja. Vielleicht ändert sich das ja mit Griechenland. Da tritt Amanda Georgiadi Tenfjord mit Die Together an. Sie singt dann das Ganze auf Englisch. Während der Vorbereitung stört man ja auch über Beiträge, die irgendwie noch keinen Wirbel erzeugt haben und stellt fest, Norwegen hat dieses Jahr zwei Eisen im ESC-Feuer. Amanda hat nämlich griechische und norwegische Wurzeln. Im Alter von 3 Jahren zog sie nach Norwegen in den Ort Tenfjord, daher auch ihr Nachname. Der liegt in der Nähe von Ålesund. Sie war wohl in der gleichen Klasse wie meine absolute Lieblingsnorwegische Sängerin Sigrid, die ja Ålesunderin ist. Sie begann dann nach ihrer Schule ein Medizinstudium und nahm parallel an verschiedenen Musikwettbewerben teil. 2015 gewann sie den Musikprisen von der Møre-og-Romsdal-Region. Daher legte sie dann auch erstmal ihr Studium auf Eis, weil da schien ja tatsächlich irgendwie lukrativ zu sein. Und 2018 erschien dann auch ihre Debüt-EP First Impressions. In der momentanen Situation, in der wir alle immer noch sind, nahm sie dann aber ihr Studium wieder auf. Sie nahm aber bei der internen Vorentscheidung des griechischen Senders ERT für den ESC teil, bei dem sie sich dann anscheinend durchgesetzt hat. Und wir beginnen mal mit Christopher. Ich muss sagen, das ist für mich ein ganz klares Corona-Lied. weil im Text ja gesagt wird, also für mich ist das ein Lied über eine Beziehung, die quasi während Corona begonnen hat. Und der zweite Strophe geht ja hier, it's been a lovely year for us, sagen die Leute. Aber es war ein Höllenjahr und wir haben in Angst gelebt kurz vor dem Aufgeben. Also das ist für mich ganz klar eine Corona-Referenz. Und dann auch mit dem If We Die Together, da wird ja im Musikvideo auch immer 2 Würfel gezeigt. Grauenhaft. Und das ist für mich so eine Interpretation quasi recht ein bisschen hart, aber dass man sagt, okay, wenn wir jetzt an Corona sterben, dann haben wir immer uns beide. Also ich gehe da vielleicht ein bisschen weit, aber das ist für mich quasi die Herzschmerz-Ballade für Corona-Pärchen. Ansonsten hat mich der Song quasi von der musikalischen Seite eher weniger abgeholt. Ich fand es schön, dass Timothée Chalamet anscheinend mit von der Partie war. ich frage mich halt, da könnt ihr dann vielleicht besser spekulieren, wie das dann live wirken soll. Also ich kann mir da noch irgendwie keine Bühnenshow zu vorstellen. Das wird grauenvoll. Genau. Denn das Erste, was ich mich gefragt habe, was ist denn das? Was soll denn das? Zu Beginn klingt die Stimme so, als hätte jemand ein Elektropiano drunter gesetzt. Oder sie ist eine Computerstimme aus den 80ern. Und dann der Song selber, der ist auch irgendwie generisch as fuck, bei aller Liebe. Für mich klingt das fast wie Arbeitsverweigerung. Ja, ganz ehrlich, so viele Bausteine da drin, irgendwie ohne viel Liebe. Ich fühl mich glatt so ein bisschen verarscht, ganz ehrlich, wenn mir jemand sowas als ESC-Beitrag vorsetzt. Ey, nee. Und damit werfe ich mal rüber zu Alex. Ja, schwieriger Song. Wir wissen nicht, wie es auf der Bühne wirkt. Und mit der Stimme, sie war mir zu jaulig. Das war alles irgendwie, es war nicht schön für mich. Also, er wurde runtergesungen, er hat mich nicht abgeholt. Es setzte irgendwie sehr schnell einen Nervfaktor ein bei dem Song. Also, ich glaube nicht, dass der überhaupt funktioniert. Becky, hat er dich auch genervt? Ja, total.
Also ich muss, bei dem Anfang habe ich ganz was anderes erwartet, weil das war ja, also so ein bisschen dieser Delay-Effekt, den man sonst so aus einem Musikstil wie Daft Punk oder Kraftwerk oder so kennt. Und dann kommt dieses Lied, das hat mich schon fertig gemacht. Diese Würfel im Video haben mich fertig gemacht. Ich sehe schon die Bühnenshow mit so zwei riesengroßen, hier so diese Würfel, die man beim Kinderspielen immer hat. Diese Schaumstoffwürfel, nur in riesig, die dann über die Bühne gerollt werden. Oh, ich weiß. Schön mit weißem Fluff dran. Sie sitzen in einem Cabriolet, wo diese komischen Würfel vom Innenspiegel hängen. Ja, also ich befürchte, die Würfel werden auch auf der Bühne eine Rolle spielen und dann bin ich raus. Und also ist ja schön, dass du so eine wohlwollende Interpretation des Textes hast, Christopher. Für mich ist der Text echt grauenhaft. Also für mich geht es da um eine dysfunktionale Beziehung, ja, die von außen alle sagen, geht euch doch gut, und von innen sagt man Hell of a Year. Und dann ist aber das Fazit, naja gut, wenn wir jetzt sterben zusammen, dann hätten wir immerhin noch each other und hätten uns nicht an jemand anderen verloren. Ich muss noch kurz zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich diesen Text auch nicht gut finde, aber ich habe ihn trotzdem zu interpretiert. Ja, also für mich passt da nicht so viel. Ja, ich habe trotzdem meine Befürchtungen, die dann gleich bei der Beurteilung kommen, aber ja. Christoph, passt der denn für dich? Bei dem Titel war ich eigentlich schon längst raus. Ich hatte so keinen Bock gehabt, mir das anzuhören. Obwohl sie halt ja angeblich in derselben Klasse war wie Sigrid. Und Sigrid macht wirklich grandiose Musik. Und die Norweger haben eigentlich auch einen Lauf, wenn es darum geht, gute Musik zu machen. Aber in diesen Zeiten bin ich sowas von überhaupt nicht zu haben für solche Themen wie Tod in Kombination mit Liebe. Der Song baut jedoch irgendwie gut auf. Am Anfang nur ihre Stimme mit den einsetzenden Instrumenten zum ersten Refrain. Aber leider ist das einfach so ein absolut generisches Arrangement. Ein paar Geigen, Schlagzeug, Synthies, das war's. So, und der Song macht an sich ja erstmal wenig falsch. Aber er ist am Ende des Tages einfach zu langweilig und das Thema ist einfach sowas von krass auf die Nase gebunden, dass es doch eigentlich nur noch abstoßend ist. War dir das auch zu plakativ? Ich bin gerade sehr erleichtert auf eure Einschätzungen und grinse hier sehr in mich rein. Weil ich sag mal, ich werde jetzt nicht zu viel noch selbst dazu sagen. Also ich schrieb hier Sachen auf wie, Text ist mir persönlich zu Doomer. Also D-Doomer. Doom. Und ich würde mal sagen, es ist etwas, ich werde mal so einen Ton anschlagen, den ich auch öfters in Trackgasm anschlage, ist, dass heutzutage, gerade jetzt in den 2020er Jahren, wo wir in unseren Nachrichten ganz viel garstiges Zeug haben. Und ich werde jetzt ein schönes YouTube-Video aufgreifen, das ich auch allen mal schön empfehlen werde, und zwar das aktuelle von Kurz gesagt, das heißt Good News. Und dieses Video handelt davon, wie wir als Menschen doch etwas besser auf dem Weg sind, die Klimakrise zu meistern, als eins es denken könnte. Und ein Punkt, den sie in diesem Video machen, ist, dass also Doomerism und quasi fast so, und das geht jetzt zwar um Beziehungen, aber es hat ja auch was mit einem Weltschmerz zu tun. Also dass sozusagen Doomerism und diese Hoffnungslosigkeit auch bewusst oder unbewusst wie eine Waffe wirken kann, um Leuten also die Lust am Weitermachen und an Ändern und an Fantasie rauben kann, die Welt schöner und besser zu machen, sei es in einer Beziehung zwischen zwei Menschen oder in einer Gesellschaft und in Gruppen. Und daher halte ich jetzt, und ich sage das jetzt ganz, ganz vorsichtig, halte ich dieses Lied für diese Zeit für unangemessen. Der Einzige, der jetzt eventuell noch was positiv sagen könnte, das wäre Olli. Genau, und positiv ist ja mein zweiter Vorname. Deswegen mache ich das jetzt. Ich steige mal tatsächlich mit was Positivem ein. Also wir haben insgesamt in diesem Halbfinale einige sehr schöne Frauenstimmen und ich finde tatsächlich, ihre Stimme gehört auch dazu. Also ich finde die Stimme, so wie sie singt, könnte man hervorragend mit guten Liedern verwenden. So. Entschuldigung.
Dann zum rein musikalischen, also Christoph hat eben ein paar Sachen schon angerissen, es ist im zweiten Refrain wird das alles unglaublich hymnisch überlagert, dann ist die Bridge ein totaler Bruch, man hat das alles mit Pop irgendwie zugeschmiert, das heißt also der Song ist musikalisch, finde ich wirklich nicht mal Durchschnitt, so, also von daher ist es eigentlich sehr schade, dass man sich nicht die Mühe gegeben hat, für Amanda Tenfjord ein bisschen angenehmeres Lied zu produzieren. Im Radio würde es so nebenbei mitlaufen und man würde es überhaupt nicht bemerkt haben. Und es ist halt einfach nichts irgendwie so. Ganz kurz zum Text. Ich habe tatsächlich jetzt, als ihr das alles so angesprochen habt, noch, mir fiel irgendwie so eine Ballade von den Toten Hosen ein, wo er davon singt, dass er, dann bringen wir uns beide um und dann sind wir endlich glücklich vereint. Das war so, also ich habe das tatsächlich auf so eine reine Liebesszene bezogen, nicht auf aktuelle Situationen, aber ich dachte, das ist so dieses Thema, ne? So irgendwie, sie liebt ihn noch, aber er sagt, nee, geht eigentlich nicht mehr und dann sagt sie, nee, dann müssen wir jetzt gemeinsam sterben, um für immer zusammen zu leben. So. Falco nur hatte, aus Liebe. Ne? Falco, ja, genau, so. Nur aus Liebe. Falco hatte auch mal so ein Dings, ne? Muss ich denn sterben, um zu leben? Nee, das war nur so. Einer alleine. Ja, genau. Stimmt. Genau, das war nur er alleine, ja. Und ich fand solche Songs schon damals, also ich persönlich fand solche Songs damals, als die rauskamen, schon abturnt, sagen wir es mal so. Aber ich sag mal, damals war es eine andere Zeit. Also ich sage es wirklich so, damals war es auch so eine andere Zeit im 20. Jahrhundert in manchen Dingen, war es eine andere Zeit, dass solche Songs auch dafür da waren, bestimmte garstige Dinge, die in einem drin sind, zu verarbeiten. Völlig gut. Aber ich finde heutzutage für so eine große Bühne, für 2020, so ein Lied, eben auch diese Corona-Liebe-Drama und oh, dann werden wir sterben, dieses totale Einknicken vor allem und dann eine Hymne draus machen. Nein. Na gut. Also, und damit, genau, sind Christoph und ich schon wieder dann, mal einig. Achso, nee, Olli, erzähl. Eine Frage muss ich noch, weil sie singt von ich bin auf deinem Rücksitz und das Ganze spielt aber auf einem Segelboot. Das habe ich nicht. Alex lacht sich hier neben mir weg. Deswegen das Cabrio in der Bühnenshow. So, meine ich doch. Ja, genau. Also da muss man irgendwie noch dran arbeiten. Als Kieler möchte ich definitiv feststellen, Segelboote haben keine Rücksitze. Schwierig, ja. Darf ich so was sagen? Ja, klar. Und zwar ja, klar. Dieses Rollenbild auch noch, dass sie so als quasi wie so eine Art Damsel in Love Distress da, du hast die Kontrolle, wo wir dann sterben, la la la, bla bla. Und das bla, in dem Alter, ey. Furchtbar. Wobei eben, was vorher gesagt worden ist, ich fand die Stimme tatsächlich nicht so schlecht. Ja. Und ich fand, dieser Effekt drüber, der hätte nicht sein müssen bei ihrer Stimme. Denk ihre ich auch. Stimme reicht und hätte sie ein schöneres, besseres Lied singen dürfen, sie hätte viel bessere Chancen gehabt, weil ihre Stimme tatsächlich das Einzige ist, was mich dazu gebracht hat, dieses Lied zu Ende zu hören. Ja. Es ist nicht wegen dir, Amanda. Naja, nur kurz zur Erinnerung, sie hat das Ding mitgeschrieben. Also ich möchte sie da nicht komplett aus der Verantwortung rausziehen. Aber lass uns mal darüber reden, ob das Ding jetzt ins Finale kommt. Dani sprach es gerade an. Wir sind immer noch einer Meinung, Dani. Was hast du hier gesagt? Wir sagen das beide. Das kommt noch. Wir sagen kein Finale. Ja. Na, möchtest du mal alle aufrufen? Mach doch mal. Christopher, was sagst du denn? Kein Finale. Alex? Und Alex? Kein Finale. Ja, und Olli? Nee, ist raus. Und die liebe L? Go home. Und da bleibt noch die Becky. Was? Was sagt RuPaul wieder, wenn jemand gehen muss? Ist nicht Chantel? Ich hab so Ohren, aber. Ja. Der kommt uns beim nächsten Sinn, wenn ich. Genau. Ja, Becky, genau. Du sagst? Ich sag Finale. Nein! Nicht, weil ich das wollen würde, aber ich habe bei Griechenland, also vorhin wurde über den Dänemark-Effekt gesprochen, ich glaube, bei Griechenland haben auch einfach viele noch Fuego im Hinterkopf und so und geben da ja so einen kleinen Bonus drauf und ich befürchte, das kommt weiter, aber ich wünsche mir, dass ihr recht habt. Übrigens, ist mir eingefallen. Also,
Sachet Away. Ja. Übrigens ein kleiner Insider-Witz sozusagen für die ganze Gruppe ist, mein Wasserglas wurde wieder okkupiert. Und Alex versucht hier die ganze Zeit, sich die Hand vor den Mund zu halten, um sich nicht kaputt zu lachen. Ja, übrigens, Fuego und sowas, das war alles Zypern, ne? Also da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Das stimmt, aber, ich meinte auch nicht Fuego, sondern ich meinte, wie hieß denn das griechische Lied, was so ähnlich war? Kommt mir auch noch. Egal. Genau. Wie geht es bei Island? Ein. Ja, super. Und ich darf jetzt hier wieder Sachen aufsagen. Die Band heißt Systur. Mhm. Und, oh Mann, ich weiß auch immer nicht, wie man dieses komische D da sozusagen das ausspricht. Das kannst du egal. Das ist in, TH. Ja. Ah, Meth Hakandi Sol. Mhm. Mit der aufgehenden Sonne. Es ist auf Isländisch. Endlich. Mal wieder so eine Landessprache. Systur ist auch isländisch und heißt so viel wie Schwestern. Das ist ein Folk-Trio. Das besteht aus Sigridur, Elisabeth und Elin Eporstottir. Esorstottir. So jetzt. Darum sind sie auch eigentlich Sigga, Betta und Elin. Oder sie sind auch bekannt als Tripola. Sie haben mehrere Solo-Projekte gehabt und haben dann 2011 zusammen mit dem DJ Oculus die Hausband CCA gegründet. Und 2022 haben sie nun als Trio den isländischen ESC-Vorentscheid gewonnen. Und ich denke mal, anfangen tut mal Becky. Ja, vielleicht wären sie besser mit ihrer Hausband aufgetreten. das ist zu negativ. Also, the shade. das ist zu negativ. Also ich finde das nicht schlecht. ich finde, das ist halt so richtig, also die, ne, da gibt's ja auch im Video, das ist ja ein Live-Video, aber die haben ja so Effekte im Video. Also das ist auf jeden Fall vom Vorentscheid. Ja, genau. Und die haben ja aber so Effekte, wie wir schneiden jetzt die drei Gesichter nebeneinander, als und eigentlich stehen die aber ganz woanders und so. Und das, also das hat mich so an 80er Jahre Musikvideos erinnert irgendwie. Und so dieses Ganze, das wirkt total outdated für mich, alles, was da passiert ist. Also das ist so das Gegenteil von modern. Das muss nicht immer schlecht sein. Und ich glaube, das hat sein Publikum. Ich bin's nicht. Also ich mochte die, also die, man kann nicht sagen, dass die schlecht singen. Der Text ist eigentlich auch ganz okay. Der würde wahrscheinlich auf einen Ronja Räubertochter Soundtrack oder so passen. Da geht es so um Frühlingserwachen und Natur und Wald und so. Aber dann höre ich mir ehrlich gesagt doch lieber den Ronja Räubertochter Soundtrack an. Ja. Alex, kennst du den Ronja? Alles gut. Kennst du den Ronja Räubertochter Soundtrack? Gott sei Dank nicht. Ich fange mal mit was Positivem an. Die Kameratechnik und die Schnitttechnik waren exzellent. Das war die Spannung in diesem Song. Also es war wirklich sehr schön zu sehen, was die draus gemacht haben, wie drei Frauen auf ihren Hockern sitzen, da relativ monoton eine Art Pseudo-Country-Song runterzöllern, der endlich mal in Landessprache war, was auch wieder was Positives war, weil so musste man den Text sich nicht anhören, weil man ihn nicht verstanden hat. Trotz allem war es mir zu lieblos. Also es war monoton. Ich hatte auch mehr erwartet. Also ich hatte schon was Country-Folk-mäßiges erwartet und dachte, ja, das kann funktionieren, das macht Spaß. Und die eine oder andere von den dreien hatte auch von der Ausstrahlung her Spaß gehabt. Allerdings die Sängerin wirkte so, dass sie eine Art Pflichtprogramm abspult. Und ich habe irgendwie Emotionen und Enthusiasmus vermisst. Es war einfach mal wieder monoton. Und dann auch mit den drei Frauen, die da einfach nur auf der Bühne sitzen, ja, die Kameratechnik hat's gemacht, aber ansonsten war es langweilig. Ja, ich übernehme mal, denn beim ersten Songcheck letzte Woche habe ich mich schon fast ein bisschen lächerlich gemacht damit, dass ich immer den Checkbox-Hinweis gegeben habe in Landessprache, aber heute muss es tatsächlich echt schon, ne, dauert es echt ein bisschen, bis mal sowas kommt, damit ich das mal sagen kann. Und auch mal sonst, Frauen mit Gitarre, das ist offenbar so der Überbegriff dieser Folge, habe ich den Eindruck, denn schon wieder steht eine Frau vor uns, das finde ich grundsätzlich erstmal richtig gut, ne? Und auch mit Gitarren, also Menschen, die Instrumente spielen, finde ich auch gut. Das Ganze, habt ihr ja schon gesagt, hat leicht countryhafte Züge, aber mir persönlich ist es zu ruhig, teilweise ist es zu repetitiv und was mir also auch bei der Kamerafahrt und dem Song und allem immer wieder so vor dem inneren Ohr und Auge auftauchte, war Silver Convention. Das ist eine deutsche Band mit amerikanischen und britischen Sängerinnen teilweise, so mit Fly, Robin Fly oder sowas.
Das wird sicher sein Publikum finden, aber ich bin es nicht, habe ich mir aufgeschrieben. Das passt dann ganz gut. Ein kleiner Exkurs vielleicht auch zu Silver Convention. Die waren auch beim ESC 1977 für Deutschland mit Telegram, haben auch den 8. Platz von 18 gemacht. Und als kleiner Funfact vielleicht noch, sie waren der erste deutsche Beitrag in englischer Sprache. Die IBU hat zwar dann irgendwie spontan entschieden, nee, wir machen doch wieder Landessprache, aber da er nun schon gewählt war, durften also Deutschland und Belgien dann doch nochmal mit englischen Songs da wieder auftauchen. Das fand ich dann wieder so eine ganz nette Side-Info. Aber ganz ehrlich, der Song und ich, das wird nichts. Und deswegen direkt mal rüber zu Christoph. Dani, du wirst dich daran gewöhnen müssen, wenn wir beide mal wieder zusammen in einem Auto sitzen, wird dieses Lied laufen. Nein. Doch, ganz sicher. Aha, wenn ich fahre, dann nicht. Das stimmt. Also ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses Lied. Wenn ich mir etwas Musikalisches vorstellen muss, das irgendwie für Island stehen könnte, dann ist es dieses Lied. Es klingt mystisch, irgendwie sonnig auch, habe ich so ein warmes Gefühl, habe ich jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre. Ihre Stimmen harmonieren unfassbar gut. Das Lied verbreitet in mir einfach eine richtig gute Stimmung. Das Arrangement der Gitarren ist großartig, der Sound und das, was auf dem Schlagzeug irgendwie passiert, das passt richtig gut zusammen. Es ist, ich habe geschrieben, wie die Faust aufs Auge. Für mich ergibt das einfach insgesamt ein absolut stimmiges Bild. Und das muss ich auch dazu sagen, als ich den isländischen Vorentscheid gesehen hatte, ich hatte einen Instant Crush auf die Bassistin. Das finde ich voll okay. Elle, wie siehst du das denn? So, obwohl Menschen mit Gitarren nicht mein Ding sind, muss ich jetzt sagen, fand ich dieses Stück gut. Und ich fand, also mein erster Eindruck war, ach, isländische Dixie-Chicks. Ja. Und dann muss ich jetzt einfach nur sagen, der Text ist für mich erfrischend. Es ist kein Beziehungszeug, kein Herzschmerz. Nein, romantische Liebesbeziehungen müssen nicht das Vorne und Hinten von Musik sein. Es kann auch gerne mal etwas über Natur, etwas über Jahreszeiten sein. Das ist ja ein Jahreszeitenlied, über wie der Frühling langsam aus dem Winter hervorkommt, die Sonne und die Freiheit und Dinge wachsen zusammen und die Flügel des Frühlings wärmt deine Flügel. Wie war das? Wie steht das hier? Der Frühling wärmt deine Flügel aufs Neue. Ich finde so weiche Texte, es klingt zwar nach Kalenderspruch. Aber erstens, auf Isländisch gesungen ist das natürlich eh erzcool. Und dann ist es halt auch noch so, wir brauchen sowas Optimistisches, allgemein formuliert. Etwas, was einfach auch Musik, die, klingt jetzt pathetisch, was ich sage, aber Jahreszeiten haben mit unserem Planeten zu tun, haben mit unserer Erde zu tun. Und es muss nicht immer nur öko sein, sondern einfach, wir Menschen können halt auch mal etwas über einen Aspekt unseres Lebens, unseres Planeten und über Hoffnung und wie Dinge wieder wachsen können singen. Und daher fand ich es gut, auch wenn ich sonst ein paar Sachen auch eher etwas retro fand, aber eher im Positiven denn im Negativen. Christopher, ist bei dir auch der Frühling ausgebrochen? Ja, aber 1000. Also meinen VorrednerInnen möchte ich mich da beiden anschließen. Das sagen, also der Song hat mir die Seele gewärmt und das ist ja im Grunde der Gegenentwurf zu Tenfjord, zu Die Together, das ist ja jetzt hier Live Together mehr oder weniger. Ich finde auch die Darreichungsform schön reduziert. Mich hat das jetzt gar nicht so gestört. Vielleicht für die Bühnenshow können sie da noch so einen kleinen Waldbach aufbauen oder sowas und vielleicht ein paar Elfen einladen. The Elf went too far. Trolle. Genau, dass da so ein kleiner Troll über die Bühne läuft. Also da können sie gerne ein bisschen kreativer werden, aber mit der Kameratechnik ist das schon alles sehr schön. Und ich meine, die Isländer haben eher einen Freifahrtschein, sich allen möglichen verträumten Wald- und Wiesen ESO-Quatsch auszudenken, ohne dass es kitschig klingt. Von dem her hat mich der total abgeholt. Ich finde, es ist ein schöner Gegenentwurf. Nicht, dass ich jetzt Duffy irgendwie schlecht fand, aber es ist so mal, dass jetzt Island nicht immer nur so diese ganzen super modernen Hippie-Hipster-Songs produzieren muss, sondern auch mal wieder was, sag ich mal, eher Traditionelles machen kann. Wer traditioneller Hippie.
Genau, moderner Hippie und jetzt wieder traditionelle Hippies, das Gleichgewicht Islands und ich ja. finde es einfach schön. Der Text ist schön, die Sprache ist schön und wie die da auch mit ihren verträumten Zöpfchen da im Gesicht, also das ist einfach schön. Christopher, ihr Telefistbump. Ja, hab ich. Olli, hast du auch so schöne Adjektive zu dem Song? Entschuldigung, ich muss mit dem Telefistbump noch klarkommen. Also, ich fange mal mit dem Textlichen an. Als ich den Text und also natürlich, wenn man es hört, irgendwie, es klingt ja auch immer wie so ein aus dem Herrn der Ringe irgendwie sowas Gesungenes, ne? So, weil diese Sprache ist halt so unglaublich hübsch, wenn man sie nicht versteht. Und dann, als ich den deutschen Text gelesen habe oder diese Übersetzung, es gab in den 80er Jahren so ein Pfadfinderlied, so ein Pfadfinder, wir fahren nach Schwedenlied, roter Mond überm Silbersee, Feuerglut wärmt den kalten Tee. Das war so genau dieses Thema. Der Reim und 100 Punkte. Ja, das muss wirklich, also jeder, der in den 80er oder in den 90er Jahren Gitarre gespielt hat in irgendeiner Pfadfinder- oder Kirchengruppe, musste das können. So, das war so das Standard-Set am Lagerfeuer. Und das erinnerte mich sehr stark daran, jetzt auch stilistisch natürlich. Das Schlagzeug finde ich super nervig. Also das ist echt, der sitzt da so, als ob die üben. So, und nach dem Motto, ja, spiel mal irgendwie ein 96er Beat oder sowas, ja, aber stör nicht. Das fand ich ein bisschen... Entschuldigung. Fand ich ein bisschen schade und sie sind natürlich wahnsinnig harmonisch. Also so ein bisschen Kelly Family mäßig. Sie bleiben die ganze Zeit voll harmonisch in ihrem Klang. Also es ist beinahe zu hübsch. Wenn sie so richtig live und mit ein bisschen Adrenalin auf der Bühne sind oder ein bisschen mehr Party-Feeling in sich haben, sodass sie vielleicht auch nochmal den einen oder anderen schrägen Ton reinsingen würden, dann könnte das ein wirklich toller Song werden. Was mich ja ärgert ist, ich überlege schon seit Stunden, woran mich vor allen Dingen der Beginn des Songs erinnert. Also das mit Silver Convention habe ich halt so im Laufe des Dings, aber ganz der Anfang, der erinnert mich an irgendeinen anderen Song. Und ich weiß aber, ich wette mal, heute Nacht um 3 komme ich drauf. Also wenn irgendjemand eine gute Idee hat, ich nehme es gern. Nee, keine Ahnung, was du meinst. Nö, dann sind wir, Christoph und ich, uns nämlich zum ersten Mal uneinig. Na also. Na, ich sage nämlich kein Finale. Ich sage natürlich Finale, hallo. Alex? Kein Finale. Olli? Doch, kommt ins Finale. L? Ins Finale. Und dann hüpfen wir mal, Richtung Potsdam. Wie sieht's aus bei Becky? Kein Finale. Und Christopher? Finale. Na also, das war doch mal ein Song, der so ein bisschen... polarisiert. Vielleicht dabei. Nee, kein Finale. Wir haben uns alle entschieden hier. Wir gehen nach Kroatien. Und da möchte ich übrigens gleich anfangen. Mir Dimcic singt Guilty Pleasure, heimliches Vergnügen und das Ganze auf Englisch. Dimcic. Ich bin da leider nicht firm, was das angeht, aber ich freue mich immer, wenn man mir sagt, wie es geht. Die 1992 in Osijek geborene Sängerin studierte Germanistik und Englisch, das finde ich schon mal sehr sympathisch, und erreichte einen MA in Translatologie, was im Allgemeinen als Übersetzungswissenschaft bezeichnet wird. Ihre Musikkarriere begann damit, dass sie 2014 die Band... auf einer US- und Kanada-Tour begleitete. Darauf folgten 2015 Mias erste Single und 2017 ihr erstes Album. Sivot Nie Siv heißt es. Jivat. Wie auch immer, ich bin da leider überhaupt nicht firm. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche. Das Album erreichte Platz 1 in den kroatischen Charts. Im August 2019 erreichte Mias Single Svablaga Ovo Sveta Platz 1 in den kroatischen Charts, was damit ihre 6. Top-10-Belegung war. Im Februar gewann sie dann den kroatischen ESC-Vorentscheid mit Guilty Pleasures. So. Ja, und dann fangen wir gleich an. Genau. Gleich mal vorweg. So etwas wie Guilty Pleasures gibt es einfach nicht. Entweder man kann etwas genießen oder man kann etwas nicht genießen. Sich aber für etwas, was man genießt, zu schämen, ist falsch. So. Preach! Kroatien zieht also mit die Soft-Pop-Karte. Das hat nichts mit Soft-Porno zu tun, sondern die Soft-Pop-Karte. Mit einer wirklich gut aussehenden Sängerin, total kompetent gesungen, sympathisch rübergebracht. Der Song macht mir aber absolut
keinen Spaß. Langweilig, dämliches Thema, keine musikalischen Höhepunkte und dann den Cringe-Faktor, um den Cringe-Faktor noch auf 11 zu stellen, diese absolut dämliche, dreckige Kuss am Ende ihres Videos. Das ist unglaublich. Ellen, wie siehst du das denn? Ganz kurz, darf ich mich kurz zwischenmogeln? Weil ja, klar. Ellen, ich will dich nicht abschneiden, aber ich habe wirklich einen diametral unterschiedlichen Eindruck als Christoph. Ich habe mir nämlich quasi eine Soft-Porno-Karte aufgeschrieben. Und auch Höhepunkte habe ich in einem etwas anderen Sinn als du interpretiert. Ich sag nur, you come without a warning early in the morning. Steht ja im Text. Und dann diese Bühnenshow. Leute, das macht mich fertig. Dieser Typ, der da dann, also ich finde grundsätzlich cool, ne, diese Sachen, einer singt, einer tanzt drumherum, finde ich wirklich cool. Aber dieses ganze etwas Schlüpfrige im Text und dann macht dieser Typ vor ihr diesen Handstand-Spagat und ihr Gesicht guckt so zwischen seinen Beinen direkt überm Schritt heraus und dann werden diese Sätze dazu gesungen. Also das hat mich fertig gemacht insgesamt. Ich kann da wirklich überhaupt kein objektives Urteil zum Lied oder so abgeben, aber ich musste mich jetzt kurz dazwischen schubbeln, weil ich wirklich diesen sehr sexuellen Part dieses Liedes, den Christoph jetzt so als, nein, oh, aber nicht die Soft-Porno-Karte. Doch. Ich sehe die ja sehr eindeutig. So, Elle, Entschuldigung. So. Genau, so, Elle, übernimm mal. Ja, Soft-Porno-Karte im besten Sinne, weil die erstens eher objektivere ist, wir haben jetzt die Situation, Person besingt eine andere Person über Sexiness und wie sehr sie sie begehrt und es ist die Frau oder halt ein femininer Blick auf einen maskulinen Körper, auf einen maskulinen heimlichen Partner, den sie begehrt und er ist dekorativ, tanzt, ist anzüglich, er reizt. Er macht eigentlich das, was normalerweise dann im typischen Sinne, zum Beispiel in üblichen Musikvideos eher Frauen zugeordnet wird. Und der ganze Gaze ist auf den Kopf gestellt. Und das fand ich erstens hervorragend. Es ist erfrischend für meine Augen. Danke, liebe Leute aus Kroatien dazu. Und dann jetzt mein persönliches, hätte ich jetzt dazu auf Twitter geschitpostet dazu, hätte ich dann geschrieben, Leute, die mich kennen, wissen, ich hätte dann natürlich geschrieben, oh geil, eine Frau besingt ihren Lederboy, den sie heimlich liebt. Und ja, und das war dann natürlich auch sehr schön. Und er tanzt und macht und reckt und streckt und ach, und ich fand diesen Kuss am Ende, diesen dreckigen Kuss, ich fand das eigentlich fast wieder gut. Oh, das war so klar. Weil es war halt, es ist halt, ich kann verstehen, warum euch das aufstößt, weil ihr seid, glaube ich, nicht gewohnt. Und deshalb ist es nicht an euch, sondern mein, also sozusagen, wer es eher gewohnt ist, immer den eigenen sexuellen Blick zu sehen. Er findet dann etwas aus einem anderen sexuellen Blick eher etwas seltsam. Und das ist halt nicht, das ist halt Female Gaze. Und ich finde, klar, es ist eher heterosexuell, aber dieses Heterosexuelle ist halt einfach mal, also, oder könnte man eher sagen, um es ein bisschen besser auszudrücken, ja, eine androsexuelle Frau, also eine Frau, die auf Männer steht. Und dieses auf Männer stehen ist da ziemlich stark drin und daher auch dieser tanzende eine Mann, den sie quasi begehrt. Und das aus dem Text heraus ist halt auch zu lesen, dass sie wohl noch einen anderen Mann hat, aber diesen Mann halt, dieses heimliche Vergnügen, dieses Guilty Pleasure, wofür sie halt auch sich mal schlecht fühlt, vielleicht mal schlechtes Gewissen hat, dann eben auch trotzdem genießt. Und ja, diesen Blickwinkel könnte auch mal öfters gezeigt werden. Olli, was sagst du denn dazu? Ja, also ich danke erstmal für diese therapeutische Beratung, die ich hier nebenbei bekomme. Ich würde den Text und auch die Zeile Guilty Pleasure mal auf Deutsch so zusammenfassen, Betrug fängt im Kopf an.
So, also sie ist eigentlich mit einem Mann fest liiert, aber sie wirft sehr, sehr intensive Blicke auf den anderen Mann. Und wenn man jetzt dem Video folgt, was ja im Text nicht so ist, dann ist der natürlich auch schon sozusagen ganz nah da. Und insofern finde ich das Guilty Pleasure schon irgendwie so ganz passend. Ich fand die Performance in dem Video trotzdem mehr so nur okay. Ich weiß nicht. Also ich kann das Kribbeln irgendwie nachvollziehen, aber da man dann beim Zuhören den Text nicht so eins zu eins sofort versteht, oder ich zumindest nicht, war mir die Performance ein bisschen zu langweilig. So. Den Song an sich finde ich dafür ziemlich gut gemacht. Also jetzt haben wir wieder eine gute Stimme. Jetzt ist sie aber auch mal ein bisschen rau und sie ist auch mal ein bisschen abwechslungsreich. Wir haben irgendwie eine elegante Background-Begleitung, also einigermaßen ein Beat, der sich auch mal ein bisschen verändert. Wir haben so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein synthetisches Xylophon, was auch tatsächlich immer mal was anderes tut. Und also musikalisch fand ich das sehr gelungen. Und wenn man den Text dann halt so studiert, dann finde ich, es ist auch ein schönes Thema, was sie aufgegriffen hat. Und wie sieht's aus bei Christopher? Mich störte diese Performance nicht, weil es ein Mann war, der dort getanzt ist, sondern weil die Aktivität der Bühnenshow diametral zur, sag ich mal, der Geschwindigkeit des Songs stand. Also man hat hier so ein, für meine Verhältnisse eher so ein langsames Lied, wo hier was besungen wird, und dann drumherum tanzt dieser Typ wie so ein Derwisch, macht Handstand und was weiß ich. Und das war einfach so, Junge, komm mal runter. Also man kann ja auf verschiedene Arten tanzen, und mich hätte, also sein Tanzstil hat einfach überhaupt nicht auf das gepasst, wie hier quasi sich der Song präsentiert, und das hat mich einfach komplett rausgeholt. Und ja, also deswegen, vielleicht, wenn er anders tanzen würde, hätte mir das besser gefallen. Aber ansonsten ist das für mich so ein Song, so hier auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Also wenn ich den jetzt nur hören würde, hätte ich ihn wahrscheinlich schon nach 2 Minuten wieder vergessen. Von dem her, ja, nichts wirklich, was mich begeistert hat. Darf ich da ganz kurz was anmerken? Na klar, gerne. Und zwar zwei Dinge. Erstens, die Sache mit der Tanzgeschwindigkeit, das ist etwas, was ich bemerke, wie soll man es am besten einfach darstellen, was ich sagen will. Und zwar, es ist sehr oft, dass wenn jetzt zum Beispiel eher als sexuell dekorativ jetzt ein Mann da ist, der das macht, die Darstellung halt irgendwie trotzdem manchmal ein bisschen ungelenk wirkt. Hm. Und als jemand, die halt das guckt und sagt, oh, Hauptsache, da ist was da, achtet eins nicht so einfach drauf. Allerdings auf sozusagen etwas objektiver betrachtet, ist das richtig. Und ich finde, es liegt wahrscheinlich, ist ein großes Fragezeichen daran, nicht, dass der Mann irgendwie schlechter Tänzer wäre oder die Leute das schlecht inszeniert hätten, weil sie das nicht können, sondern weil es noch keine oder vor allem im heterosexuellen Kontext, sage ich jetzt mal, im heterosexuelleren Songrahmen, der das jetzt ist, es wenig Vokabular gibt für den sexy Solo-Tänzer für eine Frau. Gibt es sehr selten. Mhm. Und ich denke, also das ist jetzt meine Vermutung, dass es auch deswegen aufgrund von, es gibt wenig Ideen, wie das gut darzustellen ist, dann hat dieser Tänzer halt auch seine etwas maskulinere Tanzart, eben das Breakdance gewählt, das wurde halt gewählt, der hat ja Breakdance-Bewegungen gemacht, und diese Bewegung, die natürlich auch sehr viel mit maskulinem Tanzen, also maskulin-coded Tanzen zu tun haben, dass sich das eben ein bisschen noch nicht gut zusammengebracht worden ist, dass das tatsächlich von der Gestaltung her, sei es von der Aufführung von dem Lied und den Tanzmoves, vielleicht hätten anders nochmal zusammengeführt werden können. Das denke ich, liegt daran.
Ja, wir gehen mal nochmal wieder zurück zum Song sozusagen, denn ich habe so den Eindruck, man nehme viele der Beiträge, die wir heute bisher schon so gehört haben, beziehungsweise hören werden, wie zum Beispiel Armenien oder Griechenland, dann, ne, so als wäre eine Art von Rezept, man lege eine deutlich variantenreichere Stimme, würde ich sagen, so, ne, in die Richtung, wie Olli das auch gesagt hatte, darüber und auch ein paar mehr raffiniertere Spielereien in der Melodie, die legt man da auch noch drüber. Und dann haben wir Mia mit Guilty Pleasure. Das heißt nicht, also ich bin nicht der Meinung, dass der Song so besonders outstanding ist, und was mich ja tatsächlich persönlich ein bisschen am Text geärgert hat, ist, dass der auch ein Stereotyp wieder getragen wird mit sozusagen Betrügen. Das nervt mich, weil, ne? Weil es ist so mononormativ. Es ist so ein Ding, ne? Es gab früher mal so dieses, ne, die andere Frau und sowas, die man hat neben der eigenen Ehefrau und so, und worüber niemand was wissen darf, aber irgendwie weiß es, wissen irgendwie trotzdem alle. Ne, gerade irgendwie der Bezug, den wir so zu Brüssel haben, dass dann Leute, die da leben, ne, die haben halt zwei Familien, eine zu Hause und eine in Brüssel oder so, oder wenigstens noch eine andere Frau. Warum man da nicht drüber reden kann? Warum muss das geheim sein? Ja, ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die aus diesem Geheimnis etwas rausziehen. Das bedeutet aber auch, dass man andere Menschen verletzt. Ja, das meine ich halt ja auch mit Guilty Pleasure halt, ne? Sowas gibt es nicht. Entweder du genießt es oder du genießt es nicht. So, naja, es gibt Leute, die auch das genießen, das gibt es alles. Das ist halt einfach so und gut. Aber ich gehe mal zurück, weil die meisten Leute werden den Text halt nicht verstehen. Deswegen, das ist nur so meine persönliche Kritik, dass ich halt denke, wir sind in 2022, man kann ja wohl erheblich offener inzwischen sein und mal miteinander reden. Aber dieser Song hat mir im Vergleich zu dem, was wir heute so gehört haben bisher, hat er mir halt eindeutig besser gefallen als vieles, was wir da sonst so hatten. Und tatsächlich ist sogar noch ein bisschen was im Ohr hängen geblieben. Das war für mich jetzt neu heute. Auch wenn der Song mich so im letzten Drittel tatsächlich dann noch irgendwann verliert. Und es gab einen Moment bei all dieser Sexiness und Ähnlichem, da sitzt sie auf der Bühne mit auf übereinandergeschlagenen Beinen, so ein bisschen baumelnd und mit der Gitarre. Und dann habe ich an Nicole gedacht, mit ein bisschen Frieden, und war kurz vor, ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Und da war sämtliche Sexiness irgendwie bei mir völlig gekillt. Also so jede Art von Erotik war bei mir dann einfach tot. Sorry. Aber trotzdem finde ich es ganz gut. Und der arme Ralf Alex ist jetzt derjenige, ja, im Hintergrund auf jeden Fall, weil er quasi dein sexy Gefühl durchbrochen hat. Und was du sagst über die Stereotype und heimliche Liebe, genau das störte mich auch, weil es ist so dieses Mononormative, also für Monogamie-Normative. Hey, es kann auch jemand zwei Leute lieben für zwei verschiedene Dinge, und das bedeutet, dass man eben nicht die Erwartungen auf eine Person konzentriert, und es hätte darum handeln können. Das wäre sehr schön gewesen. Mhm. Ja, aber nicht in einer Gesellschaft wie Kroatien. Also, ja, gerade was den Text betrifft, würde ich das vielleicht auch mal auf die regionale Ebene zurückspielen. Ja, vielleicht. Wir leben nicht in einer liberalen, westlichen, teilweise auch hedonistischen Gesellschaft, die ja gerade in Osteuropa, die ja die illiberale Demokratie feiern oder befürworten. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Gesellschaftsbild. Deswegen, ich kann das mit dem Text gut verstehen, und da würde ich da auch jetzt nicht so eine Linie ziehen oder das so verurteilen. Aber zurück zu dem Song. Ich war begeistert. Also gestern, als ich den Songcheck gemacht habe, als ich mir die Lieder angehört habe, das war für mich eine monotone Katastrophe nach der anderen, und dann passierte etwas. Also zum einen, Christoph, ich bin überrascht, eigentlich müssen sie doch bei dir jedes Kästchen ankreuzen, eigentlich dein Beuteschema. Ja, mag sein. Zum Beuteschema kommen wir gleich noch. Und, aber auf jeden Fall, man hat einen Song, man hat eine großartige Stimme, du hast mal wieder eine Frau mit Gitarre, und dann kommt das Interessante, wo ich eben nicht diesen Bruch sehe zwischen dem Song und der Performance. Die Performance gibt nicht nur dem Song mehr Pep, sondern du hast eine Art Tanz. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Tanzen auskennt. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Aber es gibt eine Tanzform, die nennt sich Contemporary Tanz. Und du hast diesen sehr starken Ausdruckstanz grandios dargestellt, der dem Song Spannung gibt. Und jetzt kommt das Interessante. Normalerweise hast du ja beim Contemporary-Tanz oder überhaupt beim Tanzen zwei Personen, die Frau und den Mann. Und der Contemporary-Tanz ist ja sehr ausdrucksstark, sehr emotional. Und das hast du bei diesem Song auch, weil du hast den Tänzer und du hast die Sängerin. Und das passt zusammen. Und das finde ich auch von der Umsetzung großartig. Mein Kritikpunkt ist, und da gehe ich wieder auf den Song zurück,
so toll der Tanz ist und so gut das auch harmoniert, fehlt beim Song selbst irgendein Höhepunkt. Also er baut sich auf, es greift wie Zahnräder, also Gesang und Tanz greifen wie Zahnräder zusammen. Dieser voyeuristische Aspekt, den Hell aufgeworfen hat, der ist mir bis zu diesem Zeitpunkt, wo du es gesagt hast, gar nicht so bewusst gewesen. Aber es passt super. Nur beim Song selbst fehlt irgendwie dieser Höhepunkt, dieser Knall. Und dieser Kuss am Ende, der ist es nicht. Also irgendwas hätte dort explodieren müssen, da hätte noch was kommen müssen. Aber ansonsten ist es ein sehr schöner und sehr guter Song, der vor allem auch mal abwechslungsreich ist. Vom Gesang her und von der Performance. Und damit darfst du auch gleich sagen, wo du ihn siehst. Finale. Da schließe ich mich nämlich an, ebenfalls Finale. Becky, was sagst du? Ich sag vielleicht. Und L? Finale. Oh. Olli? Olli? Ja, geht. Ja, auf jeden Fall Finale. Ich bin noch ganz kurz bei Alex Contemporary Tanz hängen geblieben, sorry. Ja, das ist ein guter Einwand gewesen. Das finde ich tatsächlich interessant. Also das finde ich zufällig. Ich fragte mich gerade, ob bei der endgültigen Performance unter Umständen sogar mehrere Menschen tanzen. Also noch weitere Männer und Frauen tanzen würden. Hoffentlich nicht. Nee. Obwohl, stimmt. Beim Finale. Wir wissen ja nicht, ob sie noch was ändern zum Finale. Stimmt. Ja, stimmt. Christopher. Ist eine reine subjektive Bewertung. Deswegen, also ich befürchte, er kommt ins Finale, aber ich sag mal nein. Kein Finale. Ich bin sowas von bei dir. Ich sag auch absolut kein Finale, das gehört da nicht rein. Wir gehen nach Norwegen. So, und Alex freut sich schon, denn er ist der Einzige, der noch nicht angefangen hat. Das heißt, er darf es gleich machen. Aber erstmal erzählen wir euch, worum es geht. Nämlich, es werden singen Subwoofer mit dem Song Give That Wolf a Banana. Die Musik und Texte geschrieben von Keith und Jim. Und das ist deswegen lustig, weil man den Text gehört haben soll, damit man das witzig findet. Wir wissen nämlich gar nichts über Subwoofer. Ne, es gibt jede Menge Spekulationen, wer die beiden sein könnten. Am naheliegendsten ist natürlich häufiger der Name genannt worden von Elvis. Vielleicht wisst ihr noch. What did the fox say? Ding, 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 ding. Genau. Das war 2013, ich fand's super. Jan hat neben mir die Augen verdreht, als ich damit überhaupt anfing. War so, ne, wir haben, ich habe vorhin bei Influenceburg mit Jan das Ding geguckt und er war dann so mit, es war so klein. Ob wir je erfahren werden, wer unter den Masken steckt, das wissen wir nicht. Das hat ja auch, ne, es gibt Leute, die sich nie damit beschäftigt haben und deswegen dachten, dass Daft Punk das irgendwie, dass man das niemals wissen könnte oder dass die es vielleicht auch sein könnten, denn die haben ja jetzt aufgehört offiziell. Ja, aber die haben nie getanzt auf der Bühne. Das ist in der Tat richtig, aber weiß man's. Also da kam echt diverse Dinge. Teil der Präsentation ist übrigens auch eine erfundene Biografie, nämlich nach dieser handelt es sich beim Duo um Brüder, die sich vor 4,5 Milliarden Jahren, als der Mond noch ein eigener Planet gewesen sei, getroffen haben und ab da mit ihrer Musik alle Planeten erobert hätten. Und laut dieser Biografie kamen die beiden mit Hilfe von DJ Astronaut, der auch ihr Produzent ist und den man im Hintergrund rumäumeln sieht, auf die Erde. Und jetzt übergebe ich mal kurz meine Kopfhörer an Alex, damit ihr den gut hören könnt. Ja, großartiger Song. Also der hat mich richtig abgeholt. Ich habe mich sofort in ESC-Zeiten zurückversetzt gefühlt. Er macht bei mir alles richtig. Er ist der richtige Song in der richtigen Zeit. Man hat Spaß daran, man will tanzen. Es ist auch ein Song, der meist nach funktioniert in Diskos. Also vielleicht nicht in irgendwelchen kleinen Diskos, aber das ist kompatibel. Man will sich dazu bewegen. Und es ist auch eine Geschichte dahinter, und zwar ist es Rotkäppchen und der böse Wolf. Also für mich hakt der sehr viele Checkboxen für einen spannenden, guten ESC-Song ab. Ob er gewinnen wird, glaube ich nicht, aber er ist einfach nur großartig. Olli, hattest du auch Spaß? Ich war ja schon neugierig geworden, als ich in dem Vorbereitungstext was las von Ilvi. Ich dachte, na, mal gucken, was da kommt. Es ist natürlich, ja, tatsächlich, also das ist genau so geschrieben für, das kann nur bei ESC funktionieren, ja, mit diesen merkwürdigen, niedlichen Masken und also es ist irgendwie so und ich nenne den Wolf mal Keith, weil mir kein anderer Name einfällt oder ich nenne ihn Jim, also es ist auch wirklich ein hohes Maß an Sinnlosigkeit. Dieser Dancefloor-Beat
adressiert einen ja dann auch relativ leicht. Also so man geht da ja irgendwie locker mit. Ist aber auch gut, dass der Song dann relativ schnell wieder zu Ende ist, weil dann wird es auch nachher irgendwie sehr schnell langweilig vor lauter Yam Yam Yams. Ich freue mich auf die Live-Performance. Aber ja, also ist okay. Und Christopher, wie siehst du das? Ja, ich bin begeistert. Ich bin ja so ein bisschen die Stimme der Jugend hier. Und ja. Ich muss sagen, nach dem, wenn es nach TikTok gehen würde, wäre das im Finale, würde es nur gegen Chitty Zeni und Salad antreten. Also auf TikTok wurde dieser Song schon sehr gefeiert und ich bin auch großer Fan. Wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, ich bin großer Fan der Kategorie des Gag-Songs. Und ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht und die verschiedenen Theorien mir durchgelesen, wer es sein könnte. Natürlich Ilvis, naheliegend Fuchs, Wolf, ist nicht so weit auseinander. Aber es gibt auch noch eine Alternativtheorie, nämlich, dass es einerseits, also der eine könnte, jetzt muss mir jemand mit dem Namen helfen, Gaute Ormasen, aber auf dem A ist ein komischer Kringel. Das ist immer O. Okay, also Gaute Ormosen, der 2003 den zweiten Platz beim norwegischen Idol, also norwegische Version von DSDS, belegt hat. Und weil jemand auf Twitter meinte, der Text klingt sehr nach diesem Typen, also es wäre etwas, was er auch schreiben könnte. Und der zweite könnte Ben Adams von der ehemaligen britischen Boyband A1 sein. Oh Gott. Aber warum? Jetzt sag bitte warum. Genau, weil, also neben dem quasi der Textreferenz, bei einer Aufnahme für ein Audio-Backup dieses Songs wurde auf dem Parkplatz die Autos dieser beiden Leute gespottet. Frag mich nicht, wie sie herausgefunden haben, wer welches Auto gehört. Und auf die Frage, was denn diese beiden dort machen, wurde anscheinend weder dementiert, dass sie da waren, aber es wurde auch nicht so ganz verraten. Also es gab eine sehr uneindeutige Antwort. Also das ist quasi die Konkurrenztheorie dazu, dass es Ilvis sein könnte. Also mir gefällt der Song richtig. Ich glaube, bühnentechnisch wird er einfach die Hütte niederreißen. Also ich hoffe, da drehen sie nochmal richtig auf mit, was da an der Bühnenshow abgeht. Ich glaube, auf der Bühne hat man den ja bisher auch nicht gesehen. Nur auf der beim Vorentscheid. Genau. Also ich hoffe, dass sie da wirklich den Schiebregler auf 11 drehen. Sehr gut. Christoph, mach du doch mal die Herrenrunde erstmal voll. Ich sag nur Yam, 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 Yam. Der NRK-MGP, der gehört einfach, war diese Saison einfach mein Auftakt für die ganzen Vorentscheidungen. Und ich habe ihn in vollen Zügen genossen, obwohl eigentlich fast nie meine Favoriten gewonnen haben, bis auf das Finale. Denn mein absolutes Highlight dieses Jahr war schon die Präsentation der Teilnehmenden und das war Subwoofer, die ich dann schon von Anfang an abgefeiert habe und mich gefreut habe. Dann wurde ihr Auftritt auch noch nach hinten verschoben, weil die sich mit Corona angesteckt haben und. Also manchmal muss es einfach ein Spaßbeitrag sein und der Song bietet alles, was das ESC-Herz begehrt. Lustige Kostüme, eine Legende, die da irgendwie dahinter steckt, ein lustiger Text, viele Stellen zum Mitmachen. Ich freue mich schon gewaltig auf das erste Halbfinale, nur wegen Subwoofer. Becky, freust du dich auch? Auf jeden Fall. Also ich finde es super. Ich bin in Gedanken gerade noch, Olli hat gerade den Most Feuilleton-Satz gesagt, der, glaube ich, hier im EC-Schnack hier gesagt wurde, mit der Dance-Beat adressiert einem sehr leicht. Also wunderschöner Satz, vielen Dank, Olli. Das stimmt, der adressiert einen sehr leicht, dieser Dance-Beat. Und man kann ja quasi gar nicht mitwippen bei dem Lied. Ich stimme allem zu, was bisher gesagt wurde. Ich bin ja auch begeisterte The Masked Singer-Guckerin, die dann auch miträtselt, gerne zusammen mit meinem Mitpodcaster Erik. Und ich habe das Gefühl, der Aufwand, den Ruth Moschner bei The Masked Singer betreibt, um rauszufinden, wer so die Leute sind, das ist auch so der Aufwand, den der gemeine ESC-Fan gerade so anstellt für diese Band. Und das ist auch gut so. Also liebe ich, wollen wir bitte mehr davon. Das Einzige, was ich habe, und da interessiert mich ein bisschen, ob ihr das auch hört, ich finde den Refrain, der klingt schon sehr stark nach Roots von Alice Merton. Ja. Also dieses I've got the roots in my bone. Mhm. Das ist so ähnlich. Also das macht mich ein bisschen fertig. Aber ich liebe es trotzdem.
Nee, I've got no roots, ja. Ja, kann sein, dass es das No so Roots heißt. Elle, wie sieht's bei dir aus? Hübsche Männer mit gelben Masken. Okay. So hübsch gebaut, ja, meine ich. Alter, weil das geht jetzt eher in die Musik, aus der ich komme. Und da bin ich natürlich auch entsprechend etwas, sag mal so, meckere ich auf sehr hohem Niveau. Sag mal so, die Idee, wieder so ein Spaßlied zum ESC und dieser Stil, super. Einer meiner Kritiken ist, sie hätten ein bisschen kreativer bei der formellen Wahl, wie sie das Intro gestalten. Dieses Anfangen mit Akustikgitarre, dann in Dance umschwanken. Nein, das ist so David Guetta von gestern. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich finde diese Mischung, es ist so, es war mal so, so gefühlte 10 Minuten lang mal irgendwie etwas, wie sagt man, originell. Aber nach diesen 10 Minuten ist dieser Kniff einfach weg. Und ich sage jetzt, sage und schreibe 2022. Und ich glaube, dieser Kniff fing an, Anfang der 10er-Jahre modisch zu werden. Oder so Mitte 10er-Jahre. Nein, bitte, Jungs. Also da ein bisschen mehr Fantasie rein, weil es ist genauso ein Crowdpleaser, wenn das Ganze nicht ganz so baukastenmäßig ist. Weil Dance-Musik, elektronische Musik muss nicht Baukasten sein, auch wenn es so klingen mag. Es kann genauso ein Wir reißen die Hütte ab Lied sein, wo trotzdem mehr Fantasie dahinter steckt. Und deswegen ein kleines Manko von mir. Und ansonsten sage ich halt mal so, ich wünsche mir mal, das ist etwas, weil dieses Genre von zwei Männer, die nicht erkannt werden wollen, machen lustige Dance-Musik, ist ein Trope der Musikindustrie. Und mir fallen bis jetzt weniger nicht-männliche Personen ein, die auch so eine solche lustige Sachen machen. Und sowas würde ich gern sehen. Aber das ist auch nur Meta. Es ist nur Meta und ich weiß, wenn sich jetzt zwei Damen oder zwei nicht-binäre Leute oder halt andere Flinter-Personen zusammentun würden und eben unerkannt. Ja gut, das Einzige, was mir einfällt, ist jetzt sehr politisch, war Pussy Riot. Aber das war eine politische Punk-Aktion und kein ESC. Das ist was völlig anderes gewesen. Ich rede jetzt von reinem Spaß. Ohne politische Sachen, sondern ohne Not einfach nur eine kultige Nummer abliefern. Ja, da finde ich auf jeden Fall, ich bin am Start und es ist ja fast schon ein bisschen politisch nach dem Motto, ich gebe dem Wolf eine Banane, damit er meine Großmutter nicht frisst. Was für eine Logik, ne? Ganz ehrlich, ich denke mal, das hat auch vor allen Dingen damit zu tun, dass sie halt einfach wahrscheinlich haben sie vorher die gelben Masken gehabt und dann erst, aber grundsätzlich, keine wie gesagt, Ahnung. Ich bin bei dem Song am Start. Der klingt am Anfang. Auf jeden Fall, sonst, ne? Sonst ist der gut, ja. Aber genau, also genau, für mich klingt der schon sehr stark, also am Anfang zumindest hatte ich die Stimme von dem Savage Garden Sänger Darren Hayes im Ohr. Die kennt man ja auch nur sehr wenig, die haben sehr, sehr viele Radiohits gehabt und ich habe sie als Kind, Jugendlicher, wer auch immer das so genau war, habe ich sie sehr geliebt. Ich mochte das als Radiomusik und die Stimme hatte ich halt sofort im Ohr, aber da die schon damals das Projekt irgendwann abgebrochen haben, weil sie halt nicht reisen wollen und sie aus Australien kommen, die wollten sehr, sehr wenig reisen, sind deswegen auch nicht auf Tour gegangen und so, gehe ich nicht davon aus, dass das der norwegische Beitrag plötzlich ist. Der ganze Song ist kein ESC-Gewinner, gar keine Frage. Und ne, ich feierte das aber sofort, ich fing an zu wippen und zu zappeln und sowas und Jan sagte auch direkt gleich, du magst es auch nur, weil es dich an die Muppets erinnert, ne? Und mein Muppet-Herz hat natürlich sehr, sehr geleuchtet, aber so stark erinnere ich mich gar nicht an die Muppets. Ich hatte halt einfach sehr, sehr viel Freude an dem Titel, ob mit oder auch ohne Musikvideo und das ist so ein bisschen wie bei Jendrik. Muss ich sagen, da bin ich mir doch sicher, dass da jemand einfach mit sehr, sehr viel Herzblut versucht hat, etwas möglichst Leichtes zu kreieren. Das finde ich nämlich auch jetzt nicht so einfach, etwas Leichtes zu kreieren. Und deswegen, ich mag's. Und ich sehe es deswegen im Finale. Christoph, wie siehst du das? Ich sehe das Ding auch auf jeden Fall im Finale. Alex, was hast du? Ist auf jeden Fall im Finale. Und Olli? L. Ach so. Oh, Entschuldigung. Nein, SL.
Ja, auf jeden Fall im Finale. Und es braucht natürlich hier so Spaß und Tanznummern und so weiter. Natürlich. Olli? Ja, ist auf jeden Fall im Finale. Und Becky? Finale und mindestens Top 5. Und Christopher. Finale und auf jeden Fall linke Seite. Oh. Wir werden sehen, ob sie es dahin schaffen. Vorher gehen wir aber erst nochmal nach Österreich und dort tritt dann Lumix featuring Pia Maria mit Halo an. Sie singen ganz, ganz Ganz oft. kurz, ganz kurz. Ja. Ich sage einfach Halo again. Oh. Nachdem Ja, auf wir doch jeden letztes Fall. Jahr Auf zweimal jeden Halo Fall. hatten, jetzt schon Oder auch, wieder. ne? Genau. Meet my hero. Stimmt. Egal. Lumix Ja. heißt eigentlich Luca Michelmeier, wurde 2002 in Rohrbach geboren. Leute, 2002. Ja, Also. Alter. Und ist DJ und Musikproduzent. Seine Karriere begann Wo ist jetzt das auf Problem? Du bist nicht SoundCloud. 2002 geboren, hallo? Weniger als 10 Jahre entfernt. Seine Karriere begann auf SoundCloud und auf YouTube, auf dem das schwedische Label Bounce United auf ihn aufmerksam wurde. 2018 erschien dort seine Debütsingle Underground. Mit seiner Single Monster erreichte er 2019 einen ersten internationalen Hit, zum Beispiel Platin in Deutschland und Doppelplatin in Österreich. 2020 wiederholte er fast diesen Erfolg mit einer neuen Version von The Passenger von Iggy Pop. Pia Maria wurde 2003 geboren und ist gelernte Maskenbildnerin am Tiroler Landestheater in Innsbruck. Sie schreibt selbst Songs, hat aber an Halo nicht mitgeschrieben. Ja, vorweg. Ich mag diese Kombination aus DJs und guten Sängerinnen. Da kommt häufig echt gute Musik raus, wie ich vorhin schon sagte, so zum Sport oder zum Putzen oder anderen Aktivitäten, bei denen ich mich irgendwie bewegen muss und ein bisschen Beat darunter brauche. Aber hier bin ich ratlos. Um Jan zu zitieren, da kam wirklich nur so ein But why? Und warum so schnell? Das Tempo, das ist direkt hoch, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, gar keine Frage. Aber was mich wirklich gleich zu Anfang auch schon richtig geärgert hat, ist dieser einsetzende Beat. Alter, den kenne ich noch aus der ZDF-Hitparade der 90er mit Viktor Worms. Ne, das ist einfach, nee, Wer? Alter, ja, genau. Entschuldigung. Ne, also das ist so eine Zeit, alter Schwede, ey, hier Magic Affair, das Omen und so Zeugs. So aus der Zeit, so alt ist das Ding und einfach nichts daran ist besonders kreativ. Also der Beat, der hat mich richtig, also das, was er da reingemixt hat, hat mich überhaupt nicht, mir gar nicht gefallen. Und dann noch diese Mitklatschpause, die da kommt, als hätten wir es hier mit einer großen Hymne zu tun. Und ich muss euch nicht spoilern, ich sag mal so, haben wir nicht. Ich bleib da ratlos. Ich möchte ja gerne die Sachen aus Österreich gut finden und ich finde sehr, sehr viele Titel aus Österreich gut, auch die nicht so viele Punkte bekommen haben, aber einfach sehr, sehr schön waren auf ihre Art. Aber das hier, da bin ich einfach, ich bleib ratlos. Mal sehen, wie das auf der Bühne kommt. Grundsätzlich sind die beiden mir ja auch sympathisch und so, aber oh nee. Nee. Olli, wie sieht's bei dir aus? Okay, wir teilen ja gewisse Generationenerinnerungen. Für die noch kurz, also für die Stimme der Jugend, ne? In den 70er und 80er Jahren, auch in den 90ern noch, gab es so eine komische Spielzeugpuppe, die hieß Barbie. Und so der wurde dann irgendwann Anfang der 2000er Gibt mal einen es Song immer gemacht oder noch? Ende der 90er. Und dieser Song hier klingt genauso wie der Barbie-Song in den, What? das war in den 90ern, glaube ich schon, ne? Ken und Barbie, Nein. dieses Dings. Und Der ist besser. und nur so. Nur so, als ob man dann, ja, nur so, als ob man dann dachte, wir kippen jetzt noch zwei Flaschen DJ Bobo rein. Also meine Kernnotiz war, als Dance-Nummer gut zum Getränke holen. Woher soll er das eigentlich wissen? Er war doch noch gar nicht geboren, als das alles irgendwie rausgekommen war. Aber egal, machen wir weiter. Deswegen versuche ich ihm das ja zu erläutern. Okay. L, wie siehst du das? Also, ja, es ist, also meine erste Reaktion auch optisch war Mr. Vain 2022. Wer das nicht weiß, Mr. Vain von Culture Beat. Ich habe die CD hier noch liegen. Ja, erschien 1993 und die Visuals, das ganze Gemache, das ist sehr Mr. Vain. Und das Lied ist ja sehr, sehr traditionell 90er Dancefloor, auf jeden Fall. Ich sage extra traditionell.
Und was ich halt natürlich, das ist jetzt wieder mein futuristisches, feministischer Blick ist, der sagt, es ist auch 90er-Jahre-Ratio an Deko-Menschen. Der Mann ist der DJ, die Frau singt und die hübschen Frauen tanzen. Langweilig. Da war doch ein Tänzer. Ein Mann, der sich Lippenstift aber er war auch nicht unbedingt sexy. Weißt du, so diese, weißt du, genau das ist dann auch so, ist, wenn diese so eins davon dann da ist. Nein, das reicht nicht. Ja, Es Alex. geht moderner. Also, ich sag nicht viel zu dem Song. Ich fand ihn irgendwie zu kitschig. Es war eine Art, der Versuch, Falco mit Katy Perry auf einen Dance-Beat zu legen, düster und trotzdem irgendwie poppig bunt, zu schnell. Nee, das war irgendwie überhaupt nichts. Christoph, was sagst du denn? Also, Leute, das ist doch nun wirklich ein absolut allgemein bewährtes Rezept. Ich meine, wir müssen doch nur mal in das Oeuvre von Herrn Getter reingucken. Ich würde mal schätzen, Ja. dass 90% der Songs irgendwie von einer Frau gesungen werden. So, und das Gleiche haben wir hier. Ein Lechtotrack von einem DJ gesungen von einer jungen Sängerin, die bisher noch kein Mensch kannte. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Österreich dieses Jahr. Es ist ja nicht so, dass andere es beim ESC mit einem DJ auf der Bühne probiert haben. Ich erinnere nur an 2019, Darude. Jeder, der älter ist als 25, wird sich auf jeden Fall daran erinnern, wer der Typ ist. Und eigentlich, wenn man mal so aufs Papier guckt, war er nicht auch eine Bank für Finnland. Aber es ist halt tatsächlich krachend gescheitert. Die haben es nicht mal ins Finale geschafft. Und es gibt noch verschiedene andere Beispiele, wo das einfach nicht geklappt hat mit einem DJ auf der Bühne. Und dazu kommt, dass der Song für die Sängerin jetzt übrigens hier ziemlich anspruchsvoll ist, live zu singen. Besonders dann auch noch dabei zu tanzen. Er ist sehr hoch, sehr intensiv, sehr schnell, mit wenig Pausen zum Atmen. Am Ende kommt es also darauf an, ob sie das überhaupt durchhalten kann. Und was ich so von den Pre-Partys gehört habe, ist es wohl, muss sie noch ein bisschen Cardio machen, bis das irgendwie klappt. Ja, es ist einfach nur eine komplette Enttäuschung dieses Jahr aus Österreich. Christoph als Stimme der Jugend. Ich muss sagen, das ist die Girlboss-Version von Club Dance Music. Wenn man sich mal den Text anschaut, also ich hab sehr viele unterschiedliche Probleme mit dem Song. Die muss ich jetzt hier alle irgendwie unterbringen. Also der Text ist so ein bisschen so, we can be CEOs und hier irgendwas auch noch von der modernen Queen. Und also das ist absolut so ein Girlboss-Song, was mich schon mal stört. Und dann, wo wir es vorher bei Die Together mit der Textbildschere hatten, mit Rücksitz beim Segelboot, ich fand mich am Anfang hier so, hat mich so ein bisschen verarscht gefühlt, weil am Anfang geht dieses Musikvideo los wie so ein ja, traditionell österreichisch Wiener Klassik gekleideter Mann an so Frauen vorbeiläuft und dann sich quasi das Hemd auszieht und Lippenstift und ich sage, okay, jetzt kommt irgendwie hier so ein queeres Geschichte und dann cut, dieser Typ, diese Person verschwindet und dann sind da so zwei weiße Brötchen im Ledermantel und tanzen da auf dem Dancefloor ab und ich würde sagen, das ist nicht mal 1990er, das ist 1790er traditionelle Musik und Textbildschere. Bitte? Bitte das arme 18. Jahrhundert, bitte. Die 1790er, da hatten sie anderes zu tun, als komische Musik zu machen. Ich dachte, jetzt wegen der Location. Na gut. Also, nee, komm, aber Schubert hat auch nicht nur Hits geschrieben, ne? Mozart auch nicht, aber Mozart hätte Kopfschmerzen. Ja. Mozart hätte Kopfschmerzen. Nee, und dann auch noch geht es ja irgendwie um Herkules und dann haben sie an diesem Ort tatsächlich eine Herkules-Statue gefunden. Und dann ging es aber um Sokrates und dann haben sie gemerkt, Moment mal, hier steht ja gar keine Sokrates-Statue. Naja, filmen wir halt den nächsten bärtigen Mann und dann wird was von Sokrates erzählt und ich sehe Kaiser Franz Josef auf einmal. Also das hat mich natürlich auch gestört. Also Als Historiker. Als Historiker und Philosoph. Nein, Spaß. Also der Song hat mich erstens nicht begeistert und dann auch noch verärgert. Von dem her ist er bei mir unten durch. Becky, wie siehst du das denn? Ich habe ja in meiner Jugend sehr viele Jahre viel Zeit in der Tanzschule verbracht.
So. Und ich bin raus in dem Moment, wo Leute Walzer tanzen auf ein Lied, das keinen Dreivierteltag hat. Wie es hier geschehen ist. Also das, und das für Österreicher. Also ist ja schön, wenn man irgendwie mit traditionellen Österreich-Bildern brechen will, aber so funktioniert es für mich nicht. Und ansonsten alles, was ihr schon gesagt habt, ich hatte vorhin schon mal, wir beschweren uns oft, dass es in Liedern irgendwie, dass nichts passiert und so, das sagen wir oft bei langsamen Liedern. Hier ist es mal ein schnelles Lied, ja. Das ist von der ersten bis zur letzten Sekunde immer das Gleiche. Das Tempo ist das Gleiche. Mhm. Gefühlt sind auch drei Töne, es sind immer die gleichen drei Töne, die vorkommen. Und also es passiert nichts. Und dementsprechend passiert auch in mir nichts, wenn ich das sehe und höre. Und nachdem ich heute viel gelobt habe, ist es endlich mal was ich so gar nicht mag. Gott sei Dank. Ja, vor allen Dingen, weil es gibt ja noch diesen Punkt, es ist ja nun mal so, dass wir alle ein kulturelles Wissen haben in gewisser Weise. Und wenn ich ein Lied sehe, das Halo heißt, dann geht in meinem Kopf halt sofort diese nervtötende Rihanna ist das, glaube ich, ne? Beyoncé, Rihanna, Beyoncé. Keine Ahnung. Halo, 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 irgendwie los. Das ist schon mal richtig schlimm. Und was Jan also halt auch sagte, wenn er den Text nicht gelesen hätte oder die Videounterschrift, dann hätte es auch sein können, dass sie immer singt, let me be your hero und nicht let me be your halo. Also es ist sowieso völlig Wumpe vom Text her, weil I'm stronger than angels und so, es ist halt völlig Wumpe. Aber ob es nun Halo oder Hero heißt, dass das so beliebig ist, das tut mir fast ein bisschen leid und deswegen habe ich mich dann entschieden für, ach, vielleicht. Also wie sieht Elle das denn? Ich habe gerade wieder in das Video geguckt, dieser Anfang. Und ich sag mal, kostümhistorisch kriege ich gerade Zahnschmerzen, Migräne und sonstige andere Schmerzen. Ich sehe hier die beiden Damen, die Treppe herunterkommen. Die eine trägt eine, also es sieht so aus, als ob es wild durch den Theaterfundus, Hauptsache vor dem 20. Jahrhundert, irgendetwas rausgegriffen worden ist. Die eine ist quasi in ungefähr 18. Jahrhundert Unterwäsche, also ein Schnürmieder mit so langkniedernge Unterbuchsen und so diese Paniers, diese aber sehr schlecht gebaute, so diese 18. Jahrhundert, diese Reifrock Variante des 18. Jahrhunderts, das sich eher an den Hüften befunden hat, als denn vor dem Körper. Und die Dame in Gelb neben ihr trägt ein Kleid, das eher eine sehr schlechte Version eines Kleides aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist. Also haben wir Unterwäsche aus dem Rokoko und dann Sissi-Mode nebendran, klar Österreich. Und der Typ, die Frisuren, okay, die Frisuren sind überhaupt nicht passend, aber egal, es ist ein Dance-Video. Da würde ich sagen, Frisuren könnt ihr machen, was ihr wollt, aber einigt euch auf eine Zeit, dann tut es anderen Leuten weniger weh. Und der Typ ist also so eine Karnevalsladen-Version einer Herrenmode des 18. Jahrhunderts. Zu Hofe. Es ist furchtbar. Die Location aber sieht gut aus. Ich will auch, Elle sagt Finale nein. Nein, Finale wenn man, nein. Wenn man, raus, nee, raus. Aber wenn man einfach mal vormittags durch die Wiener Innenstadt läuft, sehen die Menschen doch alle so aus. Also, da warst du aber im falschen Wien, mein Lieber. Immer nur in der Hofburg. Okay. Aber es ist ganz schrecklich und dann, es ist einfach schrecklich, ja. Okay, Becky, wie findest du es? Finale auf keinen Fall. Olli? Nee, nein, kein Finale. Und Alex? Naja, bei dem Titel und auch bei dem Songtext denke ich eigentlich eher an ein Computerspiel. Aber ja, nee, die Halo, wird kein genau. Weiblicher Master Chief. Also kein Finale. Christopher? Ja, ich bin auch der Meinung, sie hätten lieber den Halo-Song aus dem Spiel einreichen sollen. Kein Finale. Und da bin ich absolut dabei. Kein Finale. Da sind wir jetzt aber mal so rundum. Nee, nein, ich habe ja noch ein Vielleicht. Hoffnung.
Du hast noch Hoffnung. Was man halt so Hoffnung nennt. Kennt ihr das, dass sobald man etwas mit jemandem verknüpft, dass man dann irgendwie, also ich muss halt an die Jungs von Merci Cherie denken und dann kann ich da irgendwie nicht so draufschlagen, obwohl ich habe genug draufgeschlagen, ehrlich gesagt. Und die beiden waren mir halt einfach auch, ich habe die ein paar Mal bei Instagram gesehen, die sind mir einfach so sausympathisch einfach. Die sind super sympathisch. Das Interview bei Merci Cherie, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal in den Podcast rein. Aber ist der Titel, süß. Aber nein, das wird nichts, Leute. Nee, aber ich bleib trotzdem bei vielleicht Portugal, ne, wo ich den Vorentscheid für mich entdeckt habe, wobei ich ihn dieses Mal tatsächlich auch nur das Finale gesehen habe. Maro mit Saudade sagt man, ne? Mhm. Sehnsucht. Auch von Maro geschrieben und getextet. Englisch und Portugiesisch gesungen. Und Maro heißt eigentlich Mariana Seca. Sie ist 1984 in Lissabon geboren. 94, Entschuldigung, ich wollte es vielleicht einfach auch nicht sagen. Sie ist 1994 in Lissabon geboren, tritt unter diesem Künstlernamen auf, studierte Musik am Berklee College of Music in LA. Während dieses Studiums gründete sie das Projekt Berklee People, das einen Fokus mehr auf Kooperation statt auf Wettbewerb legt. Das finde ich ja sehr sympathisch. 2018 veröffentlichte sie 6 Alben hintereinander, inklusive Videos, die sie auf TikTok veröffentlichte. Das sorgte dann auch für eine Menge Aufmerksamkeit. Und so wurde sie in die Band von Jacob Collier eingeladen. Darüber hinaus sang sie mit Stars wie Eric Clapton oder Salvador Sobral und veröffentlichte diese Sessions dann auch noch auf YouTube. Und ich glaube, hat Elle überhaupt schon mal angefangen? Sonst jetzt, bitte. Oh, warum gerade bei diesem Lied? Weil dieses Lied, ich sitze wie der Ochs vorm Berg bei diesem Lied. Ich kann nichts, also es ist nicht positiv noch negativ, ich kann nichts damit anfangen. Es sitzen Leute im Kreis, singen. Ich habe das Gefühl, als ob irgendwie meine Eltern oder Musiklehrkräfte hinter mir stehen und mir sagen, das ist sehr anspruchsvoll und da ist Seele drin und das ist irgendwie was Bedeutungsvolles und da steckt was dahinter und ich sitze da und sage, ja gut, vielleicht nicht in meiner Sprache, aber ich werde es so stehen lassen. Ich meine es ehrlich, vielleicht stecken Dinge dahinter, von denen ich keine Ahnung habe, wo sie kulturell herkommen. Kurzer Exkurs, ich habe nämlich auf YouTube einen Exkurs gemacht, obwohl ich zum Beispiel persönlich nicht gern Hip-Hop höre, habe ich durch einen YouTuber, JD Signifier heißt der hat mehrere relativ lange Video-Essays über Hip-Hop-Kultur gemacht, einfach als kulturelles Verständnis, damit ich weiß, warum passieren diese Dinge? Warum regen sich Leute über Kanye West auf oder Drake und so weiter? Was steckt da kulturell dahinter? Und da habe ich ganz viel gelernt. Und diese Sachen lehren mich auch, dass wenn ich wie ein Ochs vom Berg bei einem Musikstück vorstehe, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Das heißt nur, dass ich eventuell keinen Schlüssel dafür habe. Und so ist es bei diesem Stück. Ja, und wie sieht es mit Christopher aus? Hast du einen Schlüssel zu diesem Stück? Also ich fand das spannend, weil wie gesagt, langsame Songs ist ja nicht so mein Ding. Das hat mich jetzt aber nicht so angeödet wie andere langsame Songs. Ich glaube aber, wie Elda schon sagt, das ist ein Lied für Musik-Nerds, wo man dann diesen speziellen portugiesischen Gesang und dieses Motiv der Sehnsucht wiedererkennen kann. Resident Musiknerd Rebecca hatte mich da auch schon drüber aufgeklärt. Genau das war's. Ich wusste, mir fehlt ein Schlüssel. Genau das. Und von dem her fand ich es jetzt nicht schlecht, aber wie jetzt auch Elle gesagt hat, ich kann damit nichts anfangen. Alex, kannst du was damit anfangen? Auch nicht. Ich fand's interessant. Ich weiß nicht, ob es war so eine Mischung aus irgendwie Kelly Family und so eine 90er-Jahre-Band. Mehrstimmiger Chor, was zwar irgendwie harmoniert hat, aber irgendwie für mich unmotiviert dahin plätscherte. Stimmlich gut, aber irgendwie hat's mich überhaupt nicht abgeholt. Und die Bühnenshow, also diese Lichteffekte haben mir auch irgendwie noch Kopfschmerzen verursacht. Also, die passten auch irgendwie nicht zu diesem sehr ruhigen Song. Also wenn man jetzt den Song positiv betrachtet, passte das irgendwie nicht dazu. Das war irgendwie, es hat sich gebissen. Also das habe ich komischerweise verstanden, dass diese Bilder
irgendeine Beklemmung oder starke Gefühle ausdrücken sollen, die aber sanft rausgelassen werden. Das habe ich irgendwie gerade noch verstanden. Ihr bietet mir aber auch Überleitungen. Christoph, ist bei dir auch was sanft rausgelassen worden? Lass mich mal nachgucken. Nee, noch alles da. Portugal liefert Portugal ab. Und das erwarte ich auch von Portugal. Maro hat eine fantastische Stimme. Ich liebe diese Stimme. Sie trifft zu 100% den Sound des Songs und zu 100% den Sound von Portugal. Melancholisch, leidenschaftlich, wunderbar arrangiert. Auch wenn die Melodie sehr zurückgenommen ist und etwas generisch anmutet, passt es zu dem Song. Es klingt einfach alles in sich stimmig. Aber es trifft einfach nicht meinen Geschmack. Das ist halt wo offensichtlich hier auch so Usus. Jetzt machen wir das schon 6 Jahre, Dani. Und wir konnten uns wirklich diese Melancholie, die immer irgendwie aus Portugal kommt, immer noch nicht so richtig erarbeiten. Trotzdem. Ich habe letztes Jahr sehr, sehr viel Schönes mitgenommen. Ja, Max, ja, aber ich verstehe das immer noch nicht so genau. Warum ausgerechnet Portugal immer diese Fado-Melancholie mit einbringt? Auf der einen Seite erwartet man das, auf der anderen Seite erschließt es sich mir nicht. Trotzdem denke ich aber, dass dieser Song sein Publikum finden wird. Das Staging, muss ich übrigens allerdings sagen, sollte unbedingt beibehalten werden. Also genauso sein wie jetzt im Vorentscheid. Das passte einfach irgendwie zu dem Song selber auch noch dazu. Becky, hat dir das gefallen? Total. Oh Gott, ich muss mich schon die ganze Zeit so zusammenreißen. Ja, endlich. Ich möchte verstehen können. Ich meine das ohne Witz. Bitte, Becky. Also ich muss aber dazu sagen, eventuell bin ich ein bisschen voreingenommen, weil also diese Sängerin, Leute, die ist wirklich most sexy person, die dieses Jahr auf der Bühne ist. So, das wollte ich mich gerade sagen, hier. Oh, ich finde die hier, so schön. Die ist so unfassbar schön. Ich habe das Gesicht einmal angeguckt und dachte, die ist so eine Mischung aus Adele Haenel, der Titelfrau von Portrait of a Lady on Fire und Kristen Stewart. Oh Gott, ich finde die so schön. Wirklich, und deshalb war ich auch schon so ein bisschen weggefegt beim Zugucken. Noch dazu hat sie ja so eine sehr tiefe Stimme. Es ist ja wie irgendwie das Jahr der Frauen mit den tiefen Stimmen, habe ich das Gefühl. Und was ich, also ich fand auch schon damals Salvador Sobral sehr gut. Ich mag dieses Fado, also ne, dieses Sehnsuchtsgesinge. Es war auch ganz witzig, ich so, oh, das ist doch Fado, aber das ist gar nicht Portugiesisch. Und dann kam irgendwann das Portugiesisch und dann hat es sich so whole angefühlt, als es dann endlich Portugiesisch war und nicht mehr auf Englisch. Es geht ja mit diesen sehr dissonanten Akkorden los in der Musik und die Stimme, die dann aber da drauf liegt, ist halt so glasklar und so gelassen. Also ich mag das, wenn man emotionalen Gesang hat, der aber nicht so getragen ist, sondern ganz gelassen, so gelassen im Sinne von so laid back, so ja, so ich habe Emotionen und ich lasse sie jetzt raus, aber das bedeutet nicht, dass ich hier dramatische Tränen ausbrechen muss, so, sondern Emotionen können sich auch ganz anders zeigen. Und genau, ich fand dann auch in dieser Gelassenheit die Stimmung zwischen den verschiedenen Frauen auf der Bühne total angenehm. Es fühlte sich irgendwie an, als wären das so Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und nach vorne, jeden Einzelnen nach vorne heben und so. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Lied, da kann ich mir vorstellen, dass ich mir das auch außerhalb vom ESC anhören würde. Ich bin Fan. Alex, nein, nicht Alex, Quatsch. Olli, hast du Gefühle, die du rauslassen möchtest? Oh, das wäre ja jetzt das erste Mal, ne? Das sehe ich gar nicht so, aber nun. Gut, wann soll ich damit anfangen, wenn nicht jetzt? Also für mich, also definitiv der schönste Song des Abends, vielleicht auch der schönste Song des ersten Halbfinales überhaupt. Ich bin von dem Stück total berührt. Ich finde, das hat natürlich auch so ein bisschen was mit so einer Chorempathie bei mir zu tun. Also man hätte eigentlich, man hätte die Instrumentierung bis auf irgendwie so eine einsame Cajon auch noch weglassen können. Also diese Sinti-Wawas, die dahinter liegen, die braucht man dann auch nicht mehr. Also das würde ich gerne so einfach mal irgendwo auf einem Marktplatz oder sowas irgendwie hören. Das finde ich also wirklich ganz großartig und ich mag die Stimmen, ich mag die Zusammensetzung der Stimmen. Ich finde den Song auch
textlich so interessant. Ich kann natürlich kein Portugiesisch irgendwie. Es erinnerte mich so ein bisschen an Another Sad Song von Yasmin Tabatabai. So dieses Thema, dass man möchte eigentlich mal fröhlich sein, aber es ist eigentlich immer nur Traurigkeit oder Sehnsucht. Und wo ist bitte sehr der Optimismus, der mich wieder voranträgt? Also es passt irgendwie alles total super zusammen in diesem Song. Ich muss gestehen, die Stimme hätte ich nicht erwartet. Als sie begonnen hat zu singen, dachte ich nur, wie wundervoll. Leider fällt der Refrain bei mir dann ziemlich ab. Dieser Frauenchor, der hat mich irgendwie aus dieser Stimmung wieder rausgebracht. In der zweiten Strophe wird es dann wieder kräftiger mit den Stimmen, mit denen wird gespielt, mal singen sie im Chor, mal singt einer ein bisschen prominenter. Das habe ich alles schon durchaus wahrgenommen und ich bekomme auch mit, dass man mit meinen persönlichen Hörgewohnheiten spielt. Das fand ich gut, gar keine Frage. Aber es holt mich nicht ab. Vielleicht muss ich den Song einfach deutlich häufiger hören. Aber so muss ich zugeben, für mich blieb da vor allen Dingen eine sehr, sehr schöne Hintergrundmelodie, die es einerseits eigentlich gar nicht zum Song passte, muss ich zugeben. Das hat irgendjemand mit der Cajon gesagt, das hätte ich mir wahrscheinlich besser gefunden, wenn es noch weniger Musik im Hintergrund gegeben hätte. Andererseits, die Hintergrundmelodie an sich, die mochte ich leiden, denn die könnte vielleicht auch in so einem chilligen Indie-Spiel laufen. Ne, wenn ich was zocke und muss da dann immer wieder und immer wieder irgendwie bei Celeste oder sowas den Berg hoch oder irgendwo gegenspringen und dann gibt es viele dieser Spiele, die solch eine atmosphärische Musik haben und da passt es bei mir ziemlich gut rein. Ich habe vielleicht auch noch ein schönes Zitat von Jan vom Sofa, der sagte nämlich, es ist anders langweilig als Griechenland. Das fand ich schon ganz süß, doch. Und da ich mich schon wieder irgendwie, ja wahrscheinlich dadurch, dass ich immer darauf achte, dass ich niemanden von euch vergesse, bin ich selber immer am Schluss. Deswegen sage ich jetzt mal, vielleicht. Ich sage Finale, auf jeden Fall Finale, da gehört es hin. Becky, was sagst du? Kommt ins Finale. Also es ist ja sehr unique im Zusammenhang dieses Halbfinals. Das wird es auf jeden Fall schaffen. Und Christopher? Ja, ich würde auch sagen, dass das begeistert die Nerds. Ey? Ich würde auch sagen, obwohl ich selbst das nicht entschlüsseln kann, habe ich gemerkt, mein Bauchgefühl war richtig. Da steckt viel dahinter und ich sage ja ins Finale. Gut was für die Musik-Nerds. Okay, was sagt Olli? Also es kommt ins Finale. Ich sehe allerdings dann null Gewinnchance für den Song. Ja, gewinnen wird er nicht. Aber was sagt Alex? Ich sehe es nicht im Finale. Ist zu oft schon da gewesen. Damit haben wir das erste Halbfinale abgeschlossen. Ich muss sagen, wir hatten echt relativ viel Spaß. Ein Song bleibt heute noch, nämlich jemand von den Big Five. Im modernen Eurovision Song Contest sind einige Länder und der jeweilige Gastgeber für das Finale gesetzt. Diese Länder müssen sich also für das Finale am Samstagabend nicht qualifizieren. Zu den Big Five gehören Italien, die dieses Jahr gleichzeitig Gastgeber sind, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich und natürlich auch Deutschland. So, also da die sich halt dann nicht qualifizieren müssen, können wir natürlich auch nicht sagen, ob sie jetzt ins Finale kommen. So, deswegen müssen wir uns jetzt quasi gleich entscheiden, ob es Spanien auf die linke Seite des Scoreboards schafft oder auf die rechte Seite des Scoreboards schafft. Wie immer ist natürlich auf der linken Seite des Scoreboards Platz 1 und auf der rechten Seite der letzte Platz. Und für Spanien tritt Chanel mit Slow Mo an. Chanel Tierro Martinez wurde 1991 auf Kuba geboren. Benannt wurde sie tatsächlich nach Coco Chanel, denn ihre Mutter sei ein riesengroßer Fan von Chanel gewesen. Als Chanel 3 Jahre alt war, zog ihre Mutter mit ihr nach Barcelona, wo sie mit 7 an eine Schule kam, die Gesang, Schauspiel und Stepptanz gefördert hat. Chanels musikalische Karriere begann im Musical-Business. Sie trat in Mamma Mia, Flashdance, Bodyguard und König der Löwen auf. Als Tänzerin war sie dann auch noch für Shakira und Ruth Lorenzo unterwegs. Zusätzlich war sie als Schauspielerin natürlich dann auch noch in verschiedenen spanischen Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen, aber nie mit einer großen Rolle. Beim Benidorm-Festival erreichte sie sowohl in der Jury als auch in der demoskopischen Gruppe bei den Zuschauenden die höchsten Punktzahlen und im Televoting die zweithöchste Wertung. Insgesamt reicht es aber dann für ihren Sieg beim Festival, sodass sie nun für Spanien beim ESC in Turin antritt.
Alex, leg los. Ja, schwierig. J-Lo meets Shakira. Es ist, ich weiß nicht, wie ich den Song beschreiben soll. Es erinnert mich an so einen Hip-Hop, an einen Rap-Song. Es fehlt eigentlich der Bugatti auf der Bühne, um den sie rumtänzelt, der ja im Text sehr prominent angesprochen wird. Aber es fehlt so viel. Also, ja, die Tänzer sind da, die Tänzerin ist da, aber die Stimme gibt es nicht her. Es ist auch kein Hip-Hop, es ist auch kein Rap, es fehlt ganz viel, obwohl sie mit diesen gesamten Klischees spielt. Und das Einzige, was in diesem Song zurückbleibt, ist ihr Hintern. Also dieser Hintern, der hypnotisiert, was auch der Text ist. Und was da noch fehlt, ist eigentlich ein Jean-Paul, der da noch einen richtigen Beat reinhämmert. Aber nein, also es ist irgendwie so gewollt und nicht gekonnt. Also mich hat dieser Song überhaupt nicht überzeugt. Ja, da steige ich quasi direkt gleich mit ein. Also ich habe mich gefreut, dass das Musikvideo in 4:3 ist. Ja, also das war erstmal so ein Moment so, huch, cool. Das fand ich irgendwie ulkig. Aber ganz ehrlich, ey, na, Bademoden im Musikvideo vorgeführt. Oder wie Jan sagte, sie hat auf jeden Fall noch andere Strandoutfits dabei. Das war wirklich, oh, und es ist mit nass und ach, und das, dieses Mo, 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 das kenne ich doch noch aus irgendeinem anderen Song. Und bei dem Beinausschnitt ihres Badeanzugs und wie sie sich präsentierte, sah sie aus wie Eleni. Ich weiß, da wird Christoph gleich rumjammern. Aber das ist, also da ist einfach nicht viel übrig geblieben bei mir. Das ist, ich habe eigentlich nur mehr Sachen aufgeschrieben, die mich wirklich krass irgendwie irritiert haben. So wie, ne, also Jan sagte, es wird ganz definitiv über Optik und Performance versucht zu punkten, weil der Song es halt einfach nicht hergibt, sorry. Denn kein Witz, bei unserem Smart Tube wurde dieser bei Flashdance geklaute Teil tatsächlich erstmal übersprungen. Da musste erstmal gucken, wurde da tatsächlich geclaimt, dass das eigentlich aus Flashdance ist, aber nein, die hatten, ne, also der Algorithmus oder was auch immer hat gedacht, das wäre schon das Outro des Songs. Und dann noch sowas wie mit Madame et Signoris, da fühlte ich mich an Maneskin erinnert. Das ist dann auch nicht hilfreich, wenn es so schnarchlahm ist. Dann hatten wir aber Gott sei Dank noch ein anderes Video und ich sage deswegen danke, weil bei diesem Live-Auftritt war ich erstmal überrascht, dass mir die Stimme im Live-Auftritt deutlich besser gefallen hat. Aber das war's dann auch und dann habe ich ein bisschen besser hingehört und festgestellt, dass der Chor da auch wirklich kräftig mitgeholfen hat. Also das Ganze holt mich mal wieder nicht ab. Das ist hochwertig produziert, gar kein Ding, aber es ist mir viel zu generisch und wir haben auch so kurz ein bisschen über Frau Lopez gesprochen, denn es ist, also ganz ehrlich, wenn man versucht, sich mit Jenny from the Block irgendwie zu messen, das muss besser. Gerade im Jahr 2022 muss das besser und damit werfe ich mal rüber zu Christopher. Entschuldigung, ich musste gerade mein Ladekabel einstecken. So, jetzt bin ich wieder da. So nennt man das also heute. Von dem Hintern, der hypnotisiert. wie ein bekannter deutscher Podcast als Tagline hat, es gibt auch schlechtere, muss ich hier sagen, es ist das Jahr, wo die altbekannten Verlierer doch mal einen halbwegs guten Song raushauen. Also Deutschland, Großbritannien und Spanien. Und ich finde, ja, das ist halt so, keine Ahnung, was man im All-Inclusive-Urlaub auf Gran Canaria sich so anhört. Und ich glaube, da funktioniert es auch ganz gut. Ich habe jetzt nichts gegen diesen Song, aber der löst jetzt in mir auch kein großes Gefühl in jegliche Richtung aus. Ist halt so ein bisschen Pogewackel. Also kann man machen, muss aber auch nicht sein. Und L, wie sieht's bei dir aus? Ach, das ist so ein bisschen so ein betagter Habitus, der dieses Lied hervorbringt, der, obwohl es gerade ein Comeback der Nullerjahre-Ästhetik in Mode, wohl auch Musik gibt, sind die Guten, also die es schaffen und wirklich sozusagen diese quasi Comeback, also ästhetische Wiederaufbereitung dieser Zeit gut zu machen, sind die das eben, ja, aufpeppen, moderner machen, bekannte Motive neu interpretieren, und hier fällt dieser Song flach. Es ist etwas, um ein beliebtes Wort, also das wurde doch irgendwie Wort des Jahres letztes Jahr, cringe.
glaube, das passt es zusammen. Olli, wie cringe war es für dich? Ich habe zuerst, als ich es irgendwie reingehört habe und dann tatsächlich auch den Text lesen, ich habe zuerst gedacht, das ist irgendwie ironisch gemeint. Und dann dachte ich so, ja, aber wo ist jetzt der Witz in der Ironie? Und dann habe ich dieses Video angeguckt und habe ich gedacht, nee, es ist nicht ironisch. Sie meinen es wirklich so. Aber es ist, also weiß ich nicht. Also ich kann inhaltlich mit dem Song überhaupt nichts anfangen. Es ist auch super glatt produziert. Also es ist, weiß ich nicht, so Ricky Martin in mittelmäßig. Nee, adressiert mich musikalisch nicht, obwohl ich sonst eigentlich auch so Sachen, die so ein bisschen so ein Latino-Sound haben, durchaus mag, und spricht mich halt auch ansonsten so gar nicht an. Becky. Ja, Christopher hat mir eigentlich meinen Kommentar schon vorweggenommen. Es kommt halt darauf an, was für Maßstab man so anlegt. Wenn der Maßstab die Beiträge von Spanien der letzten 10 Jahre sind, dann würde dieses hier sogar recht weit oben ranken bei mir, würde ich behaupten. Also ich habe immer noch mit Grauen dieses Paar von damals. Dass du damit anfangen musst. Die ja auch in Anführungsstrichen wirklich ein Paar waren. Posttraumatisches Syndrom, sag ich nur. Das war wirklich, das war so schlimm. Und also genau, ich bin auch erinnern immer wir uns lieber an Barei mit Say Yay. So. Und auch letztes Jahr, das war auch nichts für mich. Ihr erinnert euch, das hatten wir auch, glaube ich, im Songcheck, wo ich dabei war. Und naja, und jetzt dieses Jahr deshalb, da war ich, also ich war durchaus positiv so dem Musikalischen und auch dem Auftritt gegenüber eingestellt. Aber so insgesamt, also auch wenn ich mir angucke, was wir heute sonst so dabei hatten, wo wirklich viel war, wo ich jetzt auch was kritisiert habe, aber das eher auf einem höheren Niveau kritisiert habe, also wo mich dann vielleicht, wo ich glaube, okay, mal gucken, ob die Stimme live so funktionieren wird oder so. So, ich kann jetzt hier, ich kann nicht meine Finger auf einzelne Sachen zeigen und sagen, ja, da ist vielleicht irgendwas ein bisschen problematisch, sondern es ist halt so insgesamt einfach absolut okay, im eher schlechteren Wortsinne. Okay, Boomer. So, Leute, passt mal auf. Ja, ich kann mich noch an Songchecks erinnern. Da waren wir in Köln in einem Glaskasten und wir haben über Fuego oder Replay gesprochen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und ihr wart alle total begeistert. Das ist geil. Doch. Von Fuego nicht. So. Nee, von Fuego war ich auch nicht begeistert. Aber ganz ehrlich, Leute, Da muss es Replay gewesen sein. Und die Tatsache, dass ich es witzig fand, dass man einen Song, der genauso klingt wie Fuego, im nächsten Jahr Replay nennt. Das hier, Leute, ist das richtige Ding. Es hat in Spanien 22 Jahre lang gebraucht, um das endlich mal als Beitrag zu schicken. Hut ab, dass sie so lange Geduld dafür hatten. Aber Chanel stellt bisher alle Sexy Vamp möchte gern Latino-Prinzesschen in den Schatten. Gerade beim absolut perfekt inszenierten Auftritt beim Festival zeigt sich, wie professionell und gesanglich sie auf der Höhe ist. Und Dani, ich gebe dir nicht recht, dass der Chor da mitgesungen hat. Wenn man sich alle anderen Auftritte von ihr so bisher so anguckt und man hört vielleicht raus, ich bin ein kleines bisschen Fan, ich habe mir alle anderen Auftritte angehört, ist das genau so gewollt, dass halt tatsächlich in bestimmten Situationen der Chor übernimmt, damit sie mal Luft holen kann. Ja, nicht, dass man sie die ganze Zeit durchsingen lässt. Bei einem Gesangswettbewerb, Mensch. Ja, ne? Komisch. Ich habe gehört, es ist ein Songwettbewerb und kein Gesangswettbewerb. Wie das auch stimmt. Immer, hier wird auf jeden Fall gesungen. Und wenn jemand sich da akrobatisch auf der Bühne irgendwie bewegen muss und das auch in einer perfekten Choreografie macht, ich meine, allein der Mikrofon über die Mikrofonübergaben, sowohl von ihr als auch wieder zurück zu ihr, sind so perfekt gemacht, auf das Müh abgestimmt, ist wirklich richtig gut. Es kann übrigens dennoch sein, dass dieser Beitrag völlig untergeht und auf den letzten Platz passt, weil er mutet wirklich in vielen Aspekten, gerade auch was das Frauenbild angeht, vielen Leuten sehr viel zu. Ich glaube, dass Slow-Mo eine Wundertüte sein wird. Also entweder Top 10 oder die letzten Plätze. Es ist halt so, war vor 20 Jahren, weißt du, so, ja, okay, aber weißt du, du kannst hingehen und ein grandioses Essen kochen, aber wenn deine Zutaten vergammelt sind,
ist es egal, ob du es mit wie auch immer Sous-Vide gemacht hast. Gammelfleisch Sous-Vide bleibt immer noch Gammelfleisch. Und ja, das mag sein, aber das so gilt dann genauso für Fuego und Replay. Ja, tut mir leid. Ja, es ist halt einfach dieses vielleicht ja, ist es auch ein bisschen ja, du kannst auch nicht Blattgold auf etwas legen, was du vergessen hast zu salzen. Ja, ich mach nichts, ich mag's. So. Voll okay. Ich Nobody sage, rechte Seite oben. Becky? Rechte Seite unten. Well? Ah, ich hätte gerne rechte Seite unten, aber befürchte eher linke Seite Mitte. Olli? Olli? So, jetzt bin ich, ja, jetzt bin ich endgültig darauf reingefallen, dass das MacBook kein Touch-Display hat. also, nee, also rechts unten. Alex? Also, die können froh sein, dass Spanien zu den Big Five gehört, aber das ist rechte Seite ganz unten. Christopher? Rechte Seite hinter Großbritannien und Deutschland. Also rechts unten. Das ist ja außerhalb des Bildschirms, das gibt's ja nicht. Nein, das auch, weil ich vor allem Großbritannien sehr stark finde dieses Jahr. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, ich aber sage TikTok, Großbritannien, Deutschland immer unten. Ja eben. Ja, diese Seite wird dieses Jahr wird es ein bisschen anders. Aber ich sage trotzdem, dass Spanien auf die linke Seite gehört. Damit sind wir mit dem Songcheck soweit durch und wir kommen jetzt gleich ganz kurz zum Schluss zu Kommentaren, die uns erreicht haben. Und damit ihr auch dran teilhaben könnt an unseren tollen Songchecks, möchte ich euch bitten, auch ruhig mal bei uns in die Kommentare auf escschnack.de eure Meinung reinzuschreiben. Stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr uns nicht zu? Haben wir bestimmte Aspekte übersehen oder gar nicht gesehen? Kennt ihr vielleicht kulturelle Hintergründe, die vielleicht wichtig für die Bewertung des Songs gewesen wären, über solche Kommentare würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und so einen haben wir nämlich auch bekommen, und zwar von Rico. Liebe Grüße erstmal, er schreibt zum ersten Songcheck: Danke für den ersten Songcheck mit wirklich tollen Gaststars. Da habt ihr ja ganz schön vorgelegt für die nächsten Runden. Und ich möchte sagen, wir haben direkt in der nächsten Runde wieder kräftig abgeliefert, Leute, ne? Also, da keiner in der Runde sonderlich begeistert vom Beitrag der Schweiz war, muss ich hier jetzt mal einspringen. Die Schweiz ist tatsächlich meine Nummer 1 dieses Jahr und ich denke, das wird mit einer zu erwartenden guten Live-Performance noch für eine Überraschung sorgen. Der Song ist zwar sehr ruhig, aber hat für mich etwas unglaublich Warmes und Einnehmendes. Helft mir, welcher ist der Song der Schweiz? Ich hab ihn vergessen. Das ist hier Boys Do Cry, glaube ich, heißt er. Ach, ja, okay, ich bin wieder dabei. Italien ist für mich immer noch schwierig. Ich finde es zu gewollt dramatisch und sehr wehleidig und dazu noch langweilig. Hat mich auch als Live-Auftritt bei Sanremo nicht überzeugt. Niederlande könnte live echt gut werden, hat auch was Spezielles. Im Gegensatz zu Portugal, das ist für mich das perfekte Schlaflied. Da finde ich Litauen um einiges spannender, denn durch dieses besondere und außergewöhnliche, was darüber kommt. Aber denke, dass es auch schwierig wird mit dem Finale. Bin schon auf euren zweiten Songcheck und die kontroversen Meinungen gespannt. Viele Grüße von Rico. Genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir nehmen da einiges auf. Ich glaube, wir hatten Italien noch nicht dabei, Rico. Das müssen wir uns also aufschreiben, was du dazu gesagt hast. Ein letzter Kommentar, der kommt vom lieben Jörn, von Jörn Schaas feinen Podcast. Den werde ich jetzt nicht komplett vorlesen, weil er ein bisschen off-topic ist jetzt gerade in unserem Zusammenhang. Er war für die vorletzte Sendung. Da haben wir über Hotelbuchungen gesprochen und dass aus meiner professionellen Sicht es immer ein bisschen besser ist, die Hotels direkt zu buchen. Und er sagt halt irgendwie, dass man da aber dann auch aufpassen muss, weil natürlich dann bestimmte Absicherungen durch Reiseanbieter halt dann nicht drin sind, sondern man halt tatsächlich komplett alleine für die Buchung verantwortlich ist. Ich glaube, Daniel, wir sind dann soweit durch. Wir haben noch Infos von Instagram. Ah, okay. Und zwar, wie ich es auch schon angekündigt hatte, wurden wir wieder dafür gelobt, dass wir es zumindest versuchen mit dem Aussprechen der Worte. Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, wenn ich es nicht hinkriege. Aber allein so da nicht darüber hinwegzugehen, sondern ne, oder zu sagen, ja, die Künstlerinnen, sondern es wirklich einfach mal zu probieren und Menschen auch irgendwie den Raum zu geben und den Titel irgendwie auszusprechen und das zu versuchen, das kommt immer noch gut an. Auch die Länge der Sendung, der Episode, ach Gott, Radio, einmal Radio, immer Radio, ne? hieß es,
Hieß es, ja, das war schon lang, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch die Pause-Taste, wie ihr ja immer so schön sagt, hieß es da. Das fand ich auch schön, weil die Leute sich wirklich halt erst unseren News-Teil angehört haben und danach den Songcheck. Und die Frage, ob wir vielleicht das getrennt voneinander aufnehmen wollen, würden, aber eigentlich wäre das irgendwie, wäre es auch egal, weil gefällt alles. Also es gab sehr, es gab 5 Nachrichten, die waren alle total positiv, alle hatten voll Bock drauf, alle sagten, Mensch, schön, dass auch immer wieder mal, ne, also man sowohl bekannte Stimmen hat, als auch, dass wir immer wieder jemand Neues irgendwie da so einflechten und sozusagen in unser großes, kuscheliges Zuckerwattennetzwerk hineinholen, in unser Flauschnetzwerk hier, das macht wohl allen, die sich melden, zumindest denen macht es viel Spaß und das freut mich auch zu hören. Vielen Dank dafür. Also ihr müsst nicht kommentieren, alles gut, aber wenn Kommentare kommen und die auch tatsächlich alle positiv sind, das ist wirklich schön zu lesen. Absolut. Wo wir gerade bei schön zu lesen sind, hat es euch gefallen? Aber hallo. Sehr gut. Ich bin jetzt schon heiß auf das nächste Mal. Nochmal vielleicht eventuell auftauchen sollte. Okay. El, was meinst du denn so, ne? Ohne den großen, ganz großen ESC-Bezug. War das eine Sendung für dich heute? Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich einen ESC-Bezug. Ich habe ja nichts dazu gesagt. Also ich habe in den Nullerjahren angefangen, jedes Jahr hier, wo immer ich gewohnt habe, eine Party zu machen, Leute einzuladen, cool, das zusammen zu gucken. Immer zelebriert. Als Lordi damals gewonnen hat, war meine Bude voll mit anderen Studis. Und es gab die riesen Pizza Party und also eigentlich, wenn gerade kein Corona ist, ist bei mir jedes Jahr also Party bei mir zu Hause mit Rudel gucken, ja. Mhm, so wie bei mir also. Ja, Christopher, ja. Du mit so vielen alten Leuten hier zusammen, wie war das? Das kenne ich ja von zu Hause. Feel the burn. Das ist noch lang, ne? Feel the burn. Nee, es war die richtige Entscheidung, dieses Jahr für Musik für mich neu zu entdecken. Und ich freue mich schon mega auf den ESC und bin froh, dass das nicht durch unsere Hochzeit ruiniert wird. Das war nämlich sehr knapp. Und deswegen, ja, auf nach Turin. Metaphorisch. Sehr schön. Alex hatte eine Menge Schwierigkeiten erstmal mit der Technik und war dementsprechend ein bisschen gestresst. Jetzt, wo es sozusagen vorbei war, wie war es denn? Eigentlich schön wie immer. Also auch mal spannend selber mitzumachen, weil sonst bekomme ich das eigentlich immer nur aus dem Off aus einem anderen Zimmer mit. Aber ja, ich freue mich schon wieder auf diesen ESC. Bleibt Olli. Du hast was Schönes sozusagen in unseren privaten Chat hineingeschrieben. Weißt du, worauf ich anspiele oder muss ich es nochmal sagen? Das musst du, glaube ich, nochmal sagen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es ging irgendwie in Richtung von, ich finde gerade mein Telefon nicht, das ist immer so ein bisschen blöd. Irgendwas in Richtung von, ich habe mir doch nicht umsonst hier mich durch XYZ gequält. Ja, richtig, genau. Das war dieses, dass ich diese 27.000 Tweets zu Sanremo alle gelesen habe. Stimmt, du hast dich nicht durch so lange, ja, Sanremo war das, genau. Das war ganz viel Sanremo. Insofern, nein, also ich wie jedes Jahr, ich danke euch total dafür, dass ihr diese Songchecks irgendwie macht und ich finde es immer wieder erfrischend und es macht mir Spaß und ich finde es ja auch schön, wenn mal junge Menschen dabei sind, bringt jemand mal das Kind ins Bett und insofern, ich freue mich auch tatsächlich auf den ESC an sich, also aufs Finale, weil das glaube ich jetzt auch, also wir haben das glaube ich auch einfach jetzt alle verdient, dass es wieder eine richtige große Show wird und ich habe auch schon irgendwie den halben Chor zu mir eingeladen, insofern werden wir auch ein bisschen das mit ein paar Leuten mehr irgendwie gucken. Ja, also insofern, genau, und Sanremo, also Italien wartet ja noch. Ne? Das sowieso, auf jeden Fall. Denn genau, wir kamen so in Richtung von, wir wollten uns eigentlich verabreden und treffen beim HörerInnen-Treffen von Tim Pritlove und dann kam nochmal so ein bisschen aus der Abteilung von, wir zwei sollten mal einen Podcast zusammen aufnehmen, ne? Und dann habe ich halt gefragt, wie sieht's aus mit Songcheck und so und dann kam, natürlich will ich Songcheck machen, ich habe doch nicht aus Spaß dieses endlose Sanremo-Gedöns ertragen bei Twitter und im ESC-Schnack. So, Christoph, wie war's? Gut. Bist du ein bisschen entspannter müde. Wieder?
Ja, das auch, aber der Stress geht es gleich los. Wir wollen ja heute noch vor 12 online gehen. Was? Ja, und ich schaffe es. Und ich schaffe es. Ihr seid ja sportlich. Boah, was für Respekt. So, aber damit ich das schaffe, würde ich sagen, Dani, muss machen wir jetzt... Muss ich nochmal ganz schnell, ganz kurz noch ein bisschen flauschen. Ich muss da ganz kurz ein bisschen flauschen, weil ich fand es halt einfach auch mega schön, dass wir so einen unglaublichen... Ne? Also nein, ich habe euch alle lieb, aber ich habe mich trotzdem darüber gefreut, dass wir so einen hohen Frauenanteil hatten. Ja, nächste Folge wird noch mehr. Das war einfach mehr. Schön. Ja, wir arbeiten zumindest dran. Ja. Deswegen sind natürlich auch alle Männer, die wir hier haben, die haben wir auch alle sehr, sehr lieb. Aber so manchmal ist es ja dieses Ding von, ach, wie schön, dass das geklappt hat. Dementsprechend euch allen einen schönen Abend, unseren ZuhörerInnen eine schöne Laufrunde, eine schöne Abwaschrunde, eine entspannte Autofahrt, eine entschönte Bahnfahrt, wo auch immer ihr steckt. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen amüsiert. Ihr konntet häufig mit dem Kopf nicken oder komplett mit dem Kopf schütteln. Schreibt uns das auch gerne und damit übergebe ich an Christoph für den Schluss. Darf ich Tschüss sagen? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.